Seid gegrüßt. Wir reagieren heute wieder auf die neueste Folge von 13 Fragen. Unsere heutige Frage lautet, sollte man die AfD verbieten? Und habt das jetzt bitte im Hinterkopf. Damit eine Partei in Deutschland verboten wird, muss sie eine aggressiv kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zeigen. Also das wäre rein juristisch notwendig, damit sie verboten wird. Ob es dann immer noch sinnvoll wäre, diese Partei zu verbieten, das ist dann noch die andere Frage. Aber selbst, achtet hier bitte darauf, schafft es einer der AfD-Kritiker zu belegen, dass die AfD eine aggressiv-kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung hat? Ich würde das jetzt, bevor ich das Ganze hier gesehen habe, die Folge ist frisch raus, würde ich das arg zweifeln. Aber man soll sie ja nicht zu voreingenommen sein. Man soll da ja offen dran gehen. Also schauen wir uns jetzt mal an, was für Argumente die Befürworter und Gegner eines AfD-Verbots vorbringen. Einer fragt gerade im Chat, ach ja, je 13 Fragen, kann man die Sendung verbieten? Ja, können wir bitte 13 Fragen verbieten? Oh, Günni, du bist gerade im Chat zu sehen. Sei gegrüßt. 13 Fragen. Hier kommt Frage Nummer 1. Soll die AfD verboten werden oder soll zumindest ernsthaft ein Verbot geprüft werden? Wenn ihr sagt, eher ja, dann bitte auf die grüne Seite gehen. Und wenn ihr sagt, nee, Finger weg vom Verbotsverfahren, dann bitte auf die gelbe Seite. Ich kenne die Mitglieder hier tatsächlich nicht. Aber was meint ihr, wurde hier ein AfD-Politiker eingeladen? Ich meine, es ist ja zwingend erforderlich, dass wenn man über ein AfD-Verbot, dass man dann AfD-Politiker einlädt. Also ansonsten wäre diese ganze Diskussion sich nur eine Farce. Man kann ja nicht eine Gerichtsverhandlung ohne Angeklagten machen, um hier jetzt in diesem Jargon zu bleiben. Denn es ist ja eine Anklage gegen die AfD, wenn man jetzt sagt, oh, können wir jetzt eine demokratisch wählbare Partei, können wir die einfach mal verbieten. Also das ist ja schon, gelinde gesagt, eine Kriegserklärung auf juristischer Ebene. Wenn man einfach sagt, so, ihr dürft gar nicht mehr stattfinden, wir schließen euch jetzt komplett aus dem politischen Prozess aus. Also da wäre es mindestens erforderlich, dass hier mindestens ein AfD-Politiker eingeladen wird. Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen, gehen auf die Straße gegen Rechtsextremismus. Und im Zuge dessen werden auch die Rufe lauter nach einem Verbot der zumindest teilweise rechtsextremen AfD. Zum Beispiel fordern 800.000... Das ist schon, bitte zeigt mir die Rechtsextremen und dann können wir drüber reden. Aber der in Teilen, ja, was heißt in Teilen? Läuft da ein Idiot rum, der eine Hakenkreuzfahne gehisst hat oder irgendwelche Nazi-Devotionalien hatte? Woran macht ihr das fest? Also was soll dieses Framing schon in der Einleitung? Per Online-Petition zumindest mal ein Verbot prüfen zu lassen. Denn die Demokratie darf sich natürlich wehren gegen Demokratiefeinde. Stellt sich die Frage, ist die AfD wirklich? Das ist die Frage, wer ist der Demokratiefeind? Derjenige, der so eine Petition aufsetzt, ohne eine vernünftige Begründung dafür zu haben, dass die AfD verboten werden sollte? Derjenige, der jetzt hier verboten werden soll? Das ist die große Frage. Der Totengräber der Demokratie und wenn ja, ist es dann sinnvoll, sie zu verbieten? Meine Gäste sind sich in dieser Frage natürlich erstmal uneins, ist ja auch hochkomplex. Spannend wird zu sehen sein, ob wir am Ende dieser Folge eine Art Kompromisslinie identifizieren können. Erstmal die Frage an euch, wo steht ihr vor der Diskussion? Würdet ihr sagen, ja, Verbotsverfahren mindestens mal prüfen oder sagt ihr, nee, Finger weg von jeglichem Verbotsverfahren? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Alter. Und jetzt geht's los. Frage Nummer 2 an Gardinia. Du bist ja das Gegenteil eines. Also bevor wir jetzt zu Frage 2 kommen, könnte es sein, ich gucke hier gerade in der Beschreibung nach den Gästen, dass wir keinen, ich scrolle etwas, was ihr auch sehen könnt, dass wir hier keinen AfDler, also dass wir hier keinen AfDler dabei haben. Könnte das sein? Also das wäre ja schon krass. Und diskutiert hier darüber, ja, sollten wir diese Gruppe hier aus dem demokratischen Prozess ausschließen? Wen von der Gruppe einladen? Das tun wir garantiert nicht. Also, sondern wir, also werden dann, sollte man wirklich 3 Unterstützer der AfD haben und 3 Gegner der AfD. Das wäre eine ausgeglichene Diskussion. Also das wäre wirklich eine Diskussion, wo man sagen könnte, ja, ist fair. Aber wenn wir hier nicht mal einen AfD-Politiker dabei haben, dann befürchte ich Schlimmes. Also ich weiß noch nicht, wie die Diskussion sein wird, aber schauen wir mal. AfD-Fans, wenn ich das sagen darf. Mhm. Im Gegenteil, du wirst sogar teilweise bedroht. Inwiefern? Woran macht sich das fest?
Ja, ich mache ganz viel TikTok und Instagram. Und als die Recherchen rausgekommen sind, habe ich mich schon dazu irgendwie gezwungen gefühlt. Die Korrektivrecherchen. Genau. Ja. Mhm. Dagegen etwas zu tun. Und wenn ich schon eine Stimme im Netz habe, dachte ich, nutze ich diese aus und habe dann angefangen, halt Videos über die AfD zu machen und gegen die AfD sozusagen zu schießen und habe da halt so unfassbar viel Hate bekommen, dass das Ganze auch auf Instagram gegangen ist, in meinen DMs, in meinen E-Mails. Das kann ich, also das ist jetzt für die Verbotsdiskussion absolut irrelevant, was sie hier gerade erzählt, zumal nicht klar ist, also was sie mit dagegen schießen meint. Vielleicht konkretisiert sie das gleich noch, aber das ist tatsächlich, die ich bestätigen kann. Also wenn man was gegen die AfD sagt, ich habe die AfD beispielsweise dafür kritisiert, dass sie zusammen mit den Altparteien einem Militäreinsatz im Roten Meer zugestimmt hat. Also da beteiligt sich die Bundesregierung an so einem US-geführten Krieg gegen die Houthi-Milizen, für den es keinen Grund gab. Also dass da Deutschland in so einen Krieg hineingezogen wird, ist völlig überflüssig. Deutschland macht sich somit zur Zielscheibe. Deutschland macht sich somit zum Feindbild im globalen Süden. Also es ist ein riesiger Fehler, dass Deutschland sich diesen Militäreinsatz beteiligt. Deutschland sorgt damit dafür, dass der eigene Seehandel eventuell Angriffsziel der Houthis wird. Also absolute Katastrophe, was Deutschland da macht. Und da hat die AfD im Bundestag zugestimmt. Jedenfalls die Mehrheit der Fraktion. Es gab auch einige, die nicht da waren. Aber ja, die da waren, die haben größtenteils zugestimmt. Und das sollte man deutlich kritisieren, definitiv. Und dann gibt es viele AfD-Fans, die sagen, kann doch gar nicht sein, die Information hast du von den Grünen. Nee, die habe ich nicht von den Grünen. Die Grünen haben nämlich auch zugestimmt. Also die AfD hat da zusammen mit dem Grünen einem Militäreinsatz zugestimmt. Das ist etwas, was viel mehr popularisiert, viel mehr kritisiert werden sollte. Danke an SepiTV für das Abonnement, das du an die Wack-Socke verschenkt hast. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine große Hasswelle bekommen und Hatewelle mit Morddrohungen und whatever, als jetzt durch die AfD. Aber jetzt werden sich einige denken, die Frau wird bedroht. Irgendwelche Fanboys im Internet sind nicht die AfD. Also das waren, wie gesagt, kenne ich, wenn man dazu ein Video macht, dann hat man zig Leute in den Kommentaren, die kostet es was, die verteidigen, einem verdächtigen, dass man vom Staat bezahlt wird, einem irgendwelche Beleidigungen dahinschreiben, Drohungen sind jetzt tatsächlich seltener, aber wenn sie da mehrere Videos gegen gemacht hat und ein bisschen Reichweite auf TikTok hat, kann auch das durchaus realistisch sein, dass sie da Drohungen bekommen hat, aber es ist nicht die AfD, das sind irgendwelche Leute im Internet, die ja sich selbst nicht unter Kontrolle haben. Rot, Morddrohungen und du stehst trotzdem auf der gelben Seite. Also das heißt, du bist gegen ein Parteiverbotsverfahren. Warum? Ja, es ist schwierig. Ich bin zwar gegen das Parteiverbot, aber... Also hier haben wir eine Gegnerin der AfD. Also ich bin selbst Gegner der AfD, das kann ich hier, glaube ich, mal ganz offen sagen. Ich bin Befürworter des Bündnis Sarah Wagenknecht, des BSW, aber das ist schon kritisch. Also diese Türenverbot, die sind auf jeden Fall gegen die AfD und hier haben wir noch eine Gegnerin der AfD. Das heißt, es steht 4-2. Also die anderen zwei wissen wir noch nicht, was da die für eine Meinung haben. Das werden wir gleich noch sehen. Aber mit dem Stand, den wir hier gerade aktuell haben, 4 Leute, die gegen die AfD sind, das ist keine faire und ausgeglichene Diskussion. Wenn man eine Diskussion zur AfD veranstaltet, 3 Befürworter der AfD, keine Ahnung, Schlomo, Schattenmacher, Martin Sellner und 3 Gegner der AfD. Da kann man von mir aus auch die 3 Hayopreister von der anderen Seite einladen. Aber ja, das ist keine faire und ausgeglichene Diskussion, was wir hier gerade haben. War auch gleichzeitig gegen die AfD, das will ich auch ganz klar hier sagen. Ich habe nur das Gefühl, dass wenn wir halt die Partei verbieten sollten, dass wir halt diesen ganzen Menschen ihre Stimme auch gleichzeitig wegnehmen. Und da finde ich einfach, dass es dann auch sogar zu einer starken Radikalisierung auf den Straßen führen kann. Sollte die Partei verboten werden, habe ich extreme Angst, dass dieser Hass noch größer wird. Ich meine, ich bekomme das ja selber mit. Wie oft bin ich in Berlin rumgelaufen und habe schon Hass von irgendwelchen Randoms auf der Straße bekommen. Wie wird das dann wohl sein, wenn die Partei verboten wird und die Stimme dieser Menschen weggenommen wird? Also meine persönliche Angst steigt dann einfach nur. Geht ihr einen Schritt auf sie zu? Könnt ihr das nachvollziehen? Oder sagt ihr, nö? Ihr geht auf jeden Fall keinen Schritt auf sie zu, merke ich. Aber das ist ja ganz interessant. Leonie hat ja eine ganz ähnliche, sagen wir mal, Einstellung gegenüber der AfD, wenn ich das sagen darf. Das ist jetzt kein Geheimnis. Und trotzdem stehst du auf Grün. Warum? Ich mache ganz ähnliche Erfahrungen. Ich mache Content über und gegen die AfD, mache feministischen und LGBTQIA+-Content. Danke SepiTV für das Abonnement. Ich hatte gerade schon unterbrochen. LGBTQAI+, beten des Woken-Alphabets. Ich bete auch jeden Tag 5-mal gegen Washington und huldige der großen Regenbogenfahne. Also
Ja. Mir sind auch die Morddrohungen durchaus bekannt. Es ist nicht angenehm. Aber ich glaube, die Radikalisierung und die Gewaltbereitschaft, die ist schon längst da. Die sehen wir schon auf den Straßen. Die haben wir 2020 in Hanau gesehen. Die sehen wir an ganz vielen Beispielen. Die sehen wir an. Oh, die AfD jetzt in Verbindung zu Terrorismus rücken. Oh Gott. Wenn schon so eingestiegen wird, sorry. Da bräuchten wir jetzt wirklich einen strammen AfD-Befürworter, der all das mit der gleichen scharfen Polemik beantwortet. Also das ist ja wirklich oberste Eskalationsstufe, die sie hier fährt. Steigenden Zahlen, was Gewaltverbrechen gegen LGBTQIA+-Personen angeht. Und LGBTQAI+-Personen. Toll. Dem noch weiter Geld zuzuschieben durch Steuergelder, das Ganze durch einen Platz im Bundestag zu legitimieren und alles, was eben ohne ein Parteiverbot aktuell noch möglich ist, halte ich für extrem gefährlich. Und damit geben wir dieser Partei eigentlich noch viel mehr Waffen in die Hand, um marginalisierten Menschen das Leben schwer zu machen. Es ist jetzt Zeit für ein AfD-Verbot. Denn wenn das jetzt nicht kommt, dann kommt es gar nicht mehr. Ich frage mich, bis zu welchem Punkt wir es denn noch kommen lassen sollen. Und wir haben ja das Mittel, das demokratische Mittel des Parteienverbotsverfahrens. Warum sollten wir es in diesem Fall nicht auch einsetzen? Sven, nachvollziehbar für dich? Wir können jetzt vorgehen, ne? Ich gehe jetzt auch da vorne, weil ich fand das erstmal gut. Ja, das ist ein super gutes Argument, finde ich. Also diese Situation, wir geben Leuten, die vielleicht gegen die Demokratie kämpfen, gegen vielleicht Menschenrechte positionieren. Wir geben denen Geld, wir unterstützen, wir legitimieren sie praktisch. Aber, jetzt kommt natürlich das Aber an der Stelle, was folgt daraus? Und was folgt daraus ist in der Tat, dass Personen, die ohnehin schon dieser Partei sehr nahe stehen, sich vielleicht eher noch mal verbundener fühlen, also gerade so ein bisschen provoziert fühlen und sagen, ah, wir sind also die Verfassungsfeinde, das kann doch gar nicht sein. Also es gibt eher eine Verbundenheit mit der Partei und vielleicht sogar einen gewissen Zuwachs noch mal. Also das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erzeugen wollen, wird erzeugt. Ich würde sagen, ein AfD-Verbot ist nicht sinnvoll, weil letztendlich man die Leute, die die AfD wählen oder unterstützen oder Mitglieder sind, damit ja nicht mit verbieten kann. Man kriegt sie nicht weg, sondern man kann diese Menschen. Also ein AfD-Verbot ist nicht sinnvoll, weil wir die Leute damit nicht physisch loswerden. Interessante Argumentation. Auch der scheint kein Freund der AfD zu sein, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Also aktuell 5-1. Also ja, vielleicht ist ja der Letzte auf der gelben Seite noch ein AfD-Befürworter. Aber das ist ja wirklich krass. Also wir können auf den Letzten hoffen, aber auch er hier, also das ist schon, wäre schon sehr einseitig, typisch öffentlich-rechtliche Talkshow. Menschen nur davon überzeugen, die AfD nicht zu wählen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass sich diese Leute auch wieder organisieren werden und man im Grunde so eine Art AfD 2.0 bekommt. Bijan, hat er recht? Naja, also man muss sich bewusst machen, was eigentlich das Ziel des Verbotsverfahrens ist. Das Ziel des Verbotsverfahrens kann es natürlich... Bijan, ich habe kurz gedacht, kommt jetzt Bijan Chavasoli, obwohl, den habe ich nicht gesehen. Nicht sein, die Einstellung der Bevölkerung wegzuverbieten. Das funktioniert nicht. Das Ziel des Verbotsverfahrens ist, die Partei von Regierungsmacht fernzuhalten, indem man ihnen die Parlamentsmandate nimmt. Und da ist ein Verbotsverfahren sehr effektiv. Es wirkt vielleicht nicht langfristig, es wirkt auch nicht kurzfristig, weil es lange dauert, aber mittelfristig ist es ein sehr effektives Instrument, um der Partei nicht noch mehr Instrumente an die Hand zu geben. Und die Gefahr ist ja im Moment da. Die AfD ist gerade schon sehr stark in den Parlamenten und laut Umfragen wird sie noch stärker. Und das hat Auswirkungen, nicht nur, wenn sie in die Regierung kommt, sondern auch, wenn sie in der Opposition sehr viel Macht hat und andere Prozesse blockiert. Und deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, über das schärfste Schwert, das unsere Demokratie. Ja, das ist ja sehr ehrlich. Also bisher haben sie kein einziges Argument gebracht, warum die AfD demokratiefeindlich sein soll, sondern wirklich, es ist eine rein strategische Diskussion. Wie schaden wir der AfD? Und es wurde bisher auch kein abstraktes Argument gebracht. Moment mal, ist das so gut in der Demokratie, wenn man abweichende Stimmen einfach so ausgrenzt, wenn man die einfach so verbietet? Also viel diktatorischere Maßnahme gibt es ja gar nicht, als oppositionelle Gruppierung einfach pauschal zu verbieten. Sondern es wurde bisher nur strategisch, rein strategisch argumentiert. So als ob man sich über die grundsätzlichen Linien schon komplett einig wäre. Demokratie hat nämlich ein Parteiverbot nachzudenken und es zu prüfen. Vielleicht können wir ein bisschen deinen juristischen Sachverstand abzapfen. Es gibt ja nun gesichert rechtsextremistische Landesverbände zumindest. Bei der Bundespartei ist das Stand heute. Wer sagt das? Also ja, ganz ehrlich, welcher neutrale Politikwissenschaftler hat herausgefunden, dass die gesichert rechtsextrem wären? Ohne Spaß, der Verfassungsschutz sagt das, aber der Verfassungsschutz ist ein Instrument der Regierung zur Unterdrückung der Opposition. Das ist keine neutrale Quelle. Also ich würde gerne die Quelle von unserem manipulativen Moderator hier gerne wissen.
noch nicht der Fall, aber bei den Landesverbänden ist es so. Da fragen sich manche Menschen, wie kann das denn eigentlich sein, wenn jemand gesichert rechtsextremistisch, also gesichert verfassungsfeindlich ist, dass man ihn überhaupt wählen kann? Also die Voraussetzungen für ein Parteiverbot sind höher als die, die der Verfassungsschutz braucht, um eine Partei beobachten zu dürfen oder auch als gesichert rechtsextremistisch einstufen zu können. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Voraussetzungen für ein Parteiverbot sind zu Recht sehr, sehr hoch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Partei das aktuell erfüllen würde. Deswegen bin ich auch eher in der Position, ich will, dass das die Möglichkeit geprüft wird, ob es so ein Verbotsverfahren gibt. Dieses Prüfverfahren, was ist denn das eigentlich? Ist das sozusagen ein juristisches Verfahren vor einem Gericht oder macht das das Ministerium oder das Verfassungsgericht oder was ist das? Also ein förmliches Verfahren ist es nicht. Es gibt ja drei antragsberechtigte Stellen, die Bundesregierung, den Bundesrat oder den Bundestag. Und einer dieser Institutionen könnte sich quasi entscheiden, wir prüfen das jetzt. Und dann wäre das beispielsweise das Bundesinnenministerium oder eben ein Gremium aus den Landesinnenministerien der Länder oder eben im Bundestag wahrscheinlich ein beauftragter Rechtsanwalt, eine beauftragte Rechtsanwältin. Die würden das prüfen, aber es ist kein formeller Teil des Verfahrens. Der formelle Teil beginnt mit dem Antrag. Jetzt würde ich gerne mal Florian reinholen, weil du jetzt zugehört hast und ich weiß, du bist auch in einer, sagen wir mal, in einer Konfliktsituation, in einer innerlichen. Du bist zwar für eine Verbotsprüfung, aber per se eigentlich nicht für Parteienverbote. Kannst du uns den Konflikt erläutern? Ja, ich bin der Auffassung, dass es eigentlich einer Demokratie nicht würdig ist, eine Partei zu verbieten. Und wenn sie glaubt, dass sie sich der Probleme, die dahinter stecken, dass Menschen diese Partei wählen, einfach so entledigen kann, indem sie eine Partei verbietet, halte ich das für recht kurzsichtig. Auch weil wir ja schon mal... Können wir bitte alle Kriegstreiberparteien verbieten? Das würde ich mir auch wünschen. Alle Parteien, die Waffenlieferungen in Kriegsgebiete liefern, sei es in die Ukraine, sei es... verbieten. Also dann wäre der Bundestag relativ leer. Ja, so eine Diskussion wird man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht sehen. Warum nur? Der Geschichte in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erlebt haben, dass die Partei, die später NSDAP hieß, 1923 verboten wurde, sich neu gegründet hat und dann ging es erst richtig los. Deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr skeptisch und bin eigentlich auf der Seite derer, die sagen, wir müssen uns mit den Grundlagen der Wählbarkeit, also der Frage, warum wählen Menschen diese Partei, mit den Problemen auseinandersetzen und nicht einfach das Symptom bekämpfen. Warum ich trotzdem auf dieser Seite stehe, ab in einem gewissen Moment darf auch der größte liberale demokratische Staat sagen, stopp, hier greifen wir zu allen Mitteln, um uns anzuschauen, was möglich ist. Und deswegen bin ich für die Prüfung, obwohl ich eigentlich gegen ein Verbotsverfahren bin. Hier zählt für mich das Toleranzparadox von Karl Popper, der mal gesagt hat, es gibt keine Toleranz den Intoleranten gegenüber. Und die, die unsere Toleranz komplett ablehnen, die darf man mindestens durch eine Überprüfung... Also ich weiß nicht, was Popper da im Original geschrieben hat, aber ich kenne das Toleranzparadoxon und es ist genau das ein Paradoxon. Das sagt ja schon aus, dass es keine toleranten oder intoleranten Gruppen gibt. Wenn du eine Gruppe hast, die ihre Gegner mit Gewalt beseitigen will und die andere Gruppe darauf dann reagiert und andere politische Gruppen dann darauf reagieren, indem sie diese Gruppe mit Gewalt beseitigen, dann sind beide Gruppen erstmal gleich intolerant, denn beide wenden die gleichen Methoden an. Die Anerkennung demokratischer Standards basiert auf Gegenseitigkeit. Also einfach zu sagen, so, wir kündigen jetzt die demokratischen Standards auch, um die Demokratie zu retten, das ist genau dieser Fehlschluss, den das Toleranzparadoxon, wenn man es einmal durchdenken würde, offenlegt. Also es gibt keine pauschal toleranten oder pauschal intoleranten Gruppen. Man muss sich das immer an der Realität ansehen und man sollte sich dafür einsetzen, dass bestimmte Standards gewahrt werden, damit der politische Kampf eben nicht auf die nächste Eskalationsstufe gehoben wird. Und wenn man einfach sagt, so, wir setzen uns für ein, ja, wie wird die AfD darauf reagieren? Indem sie, wenn sie an der Macht ist, auf Parteiverbote ihrer Gegner hinarbeitet. Also warum sollte sie es anders machen? Also man kann doch nicht sagen, wir werden jetzt antidemokratisch, um die Demokratie zu schützen. Dann schützt man nicht die Demokratie, sondern man schützt seine eigene Macht. Und Florian Schröder, der steht ja in fast allen Belangen auf der Seite der Macht. Also er ist ziemlich in der Nähe der Regierung und hat auch ziemlich radikale Positionen, gerade was den Ukraine-Krieg angeht. Frage stellen, ob sie noch legitimiert sind, hier eine Partei zu sein. Wenn sie es am Ende sind, okay. Jetzt frage ich mich aber, um das mal konkret zu machen. Ich weiß, ein bisschen spekulativ, aber mal angenommen, die Prüfung würde ergeben, zu 99% ist der Antrag, könnte er erfolgreich sein vor dem Bundesverfassungsgericht. Würdest du dann sagen, ja, macht mal, oder würdest du sagen, gut, dass wir es wissen, aber lass das bitte. Ich hätte noch vor einigen Jahren niemals dafür plädiert, die AfD zu verbieten. Ich habe noch vor einigen Jahren gesagt, ja, es ist wichtig, dass es so eine Partei gibt. Denn vergessen wir nicht, die sind vor 10 Jahren angetreten als euroskeptische Partei, als Partei von Professoren, die sehr wirtschaftsliberal waren. Denken wir an Lucke. Das war ein ganz anderes Programm als heute. Das große Vorbild der AfD ist Ungarn, ist Orbán, eine illiberale Demokratie. Und die möchte ich hier nicht. Und deswegen würde... Ja. Eine Demokratie. Orbán hat auch die parlamentarische Demokratie nicht abgeschafft. Gut, damit wäre es geklärt. Die AfD ist nicht antidemokratisch, hat Florian Schröder gerade selber zugegeben. Florian Schröder gerade selbst, dass die AfD eben nicht antidemokratisch ist, sondern sich an die Grundregeln unserer Verfassung halten will. Also damit ist diese ganze Debatte vom Tisch geräumt.
Und Florian Schröder bekennt sich somit selbst als Antidemokrat, wenn er dafür eintritt, die AfD zu verbieten. Also damit ist alles gesagt. Also Viktor Orban, wenn er sagt, Viktor Orban sei das Vorbild der AfD und deswegen sei er für ein AfD-Verbot, dann ist Florian Schröder der Antidemokrat und nicht die AfD. Würde ich auf deine Frage sagen, wenn die Wahrscheinlichkeit der Prüfung ergäbe 99% Erfolg beim Verbot und die Partei wäre so wie jetzt oder noch radikaler, würde ich zum Schutz der Demokratie auch dafür sein. Anna, du bist auch gegen ein Verbot, aber nicht so sehr, weil du sie für... Da fragt das keiner. Das war doch gerade eine krasse Äußerung. Die hat doch gerade alles selbst die Bank, was Florian Schröder hier gerade aufgebaut hat. Was ist das? Ernsthaft, was ist das hier, was uns hier präsentiert wird? Also das ist ja wirklich schlimmste Propaganda. Weil das demokratietheoretisch oder rechtsphilosophisch ein Problem für dich wäre, sondern weil du sagst, die sind gar nicht so gefährlich. Ja, weil jetzt, das hat ja angefangen mit der Frage auch, dass hier Menschen auch Hass im Netz erlebt haben. Ich habe auch Hass im Netz erlebt. Wenn ich für die AfD spreche, aber wenn ich für eine konservative Meinung eintrete, bekomme ich auch Hate. Dann schreiben mir Leute private Nachrichten, richtig schlimm, ich wurde schon angezeigt, alles Mögliche. Also wenn, dann haben wir vielleicht ein Problem mit Hass, aber das betrifft ja nicht nur irgendwelche AfD-Sympathisanten oder Wähler, das ist ja dann ein gesellschaftliches Problem. Was mich daran ärgert, ist, dass es immer ein bisschen so auch, oder dass es den Eindruck erweckt, dass diese Menschen... Ach, nur Freiheit, das ist AfD-Vorfeld. Eine AfD-Befürworterin. 5-1, was ist das für eine Diskussion? Das ist ja unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Das ist Propaganda hier im Öffentlich-Rechtlichen. 5-1. Mit der AfD sympathisieren oder sie wählen, dass das Rechtsradikale wäre. Dass da keine Abgrenzung ist zwischen rechts oder konservativ und dem radikalen Extremismus, dass das ganz schwierig ist und ich es nicht verstehen kann, wie man Menschen aufgrund einer anderen Meinung in eine bestimmte Ecke drängen kann. Jetzt muss man dazu sagen, du arbeitest unter anderem für die Junge Freiheit als TikTokerin, ja. Richtig? Manche sagen, die Junge Freiheit ist auch rechtsextrem, andere sagen, die ist rechtskonservativ, ja. Du würdest wahrscheinlich eher sagen konservativ. Manche sagen auch, der ÖR sei extremistisch und antidemokratisch und würde gegen Oppositionelle hetzen. Es gibt Leute, die sagen viele Dinge. Aber du sagst ja trotzdem, das ist gar nicht so gefährlich und Hate ist nun mal ein gesellschaftliches Problem. Nee, ich sag nicht, dass es nun mal ein gesellschaftliches Problem ist, sondern ich sag, dieser Hass ist auf beiden Seiten. Und zu der Jungfreiheit, ich glaube jetzt nicht, dass eine rechtsextreme Zeitung mich einstellen würde. Und was war die andere Frage? Die Frage war, warum du sie nicht für so gefährlich hältst wie fast alle anderen. Du irrst dich. Dadurch, dass die Junge Freiheit dich einstellt, bist du erwiesenermaßen rechtsextrem. Ich meine, so funktioniert ja dieses geniale Konzept der Kontaktschuld. Dann hier, oder der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist ja erstmal gar nicht unabhängig. Der ist ja dem Innenministerium bzw. Innenministerien unterstellt. Und die haben ja auch die Befugnis, in Verfassungsberichte Dinge reinzuschreiben oder zu bestimmen, wer beobachtet wird. Das kann man doch gar nicht richtig dann auch greifen. Die SPD kann quasi bestimmen, was man über die CDU, was da als rechtsextremistisch gilt. Und wenn sie jetzt sagt, sie hat Angst, die LGBTQ-Community vor Extremismus, hat man dann nicht auch vor islamistischem Extremismus? Punkt mit dem Verfassungsschutz. 100%. Sie hat eindeutig recht. Also da kann man auch kein Gegenargument finden. Das ist 100%ig das, was in Deutschland der Fall ist. Extremismus, Angst. Wieso kriegt es nicht alles gegen dieses Rechts? Und wer sind denn diese Leute? Das bin ich. Das hat sie von mir Angst. Naja, wir reden ja über die AfD jetzt nicht über Islamismus heute, sondern über die AfD. Ich will auch gar keine. Es geht doch um Extremismus. Es geht doch auch um Extremismus. Man muss doch alles dann. Entschuldigung, ganz kurz. Ich will ja gar keine AfD-Parteiprogramm oder wie gefährlich ist die AfD-Diskussion führen. Das ist ja gar nicht unser Thema heute. Denn ich glaube, da würden wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Aber reden wir mal darüber. Verfassungsschutz, sagst du, ist für dich keine Maßgabe. Aber Korrektivrecherchen, Höcke-Zitate, die kennst du, die brauche ich jetzt nicht wiederholen. Also kannst du nachvollziehen, dass viele Menschen hier sagen, das ist gefährlich? Ja, aber bei der Korrektivrecherche, da weiß man doch, dass das nicht der Wahrheit entspricht, alles, was da geschrieben wurde mit den Deportationen. Das weiß man doch, dass es auch später rausgelöscht wurde. Deportation, das Wort. Hat was gegen Fakten, der da gerade zurückgegangen ist. Auch da 100%ig richtig. Deportationen hat man doch benutzt. Es wurde wochenlang wurde das hochgehalten, glorifiziert in den Medien. Und man weiß doch, dass sie das rausgelöscht haben. Und dann weiß nur ich das. Sagen wir, es wurde das Wort Remigration benutzt, was ja als Deportation interpretiert wurde. Kann man anders sehen. Aber es geht darum, Menschen aus diesem Land zu vertreiben. Ja, es geht nicht um Vertreibung und es geht auch nicht um Interpretationen. Da muss man doch schauen, was ist Rechtsextremismus. Ich habe das Buch von Sellner nicht gelesen. Das ist ja, glaube ich, noch nicht draußen. Weiß ich gar nicht. Ja, ich habe bei Götz Kubitschek so eine kurze Beschreibung gesehen. Der hat das, also der gibt ja im Anteuers Verlag dieses Buch. Er hat gesagt, es geht um freiwillige Anreizsysteme, die nicht assimilierte Staatsbürger dazu motivieren sollen, aus Deutschland auszureisen. Aber es geht nicht darum, Leute abzuschieben oder die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, sondern
ihnen durch freiwillige Anreize zu bieten. Das lehne ich auch ab. Also ich finde, man sollte die ethnische Zugehörigkeit hier in Deutschland überhaupt nicht politisieren oder in irgendeine Richtung verschieben. Ich finde es sowohl falsch, hier noch mehr Migration reinzulassen, als auch hier Leute rauszuwerfen, die hier schon seit Generationen leben. Ich bin einfach dafür, dass man da Recht und Gesetz umsetzt und diejenigen, die legal hier sind und auch die eine Staatsbürgerschaft haben, also die sollten sowieso hier bleiben. Also es sind ja Deutsche. Ja, aber hier hat auch, hier hat sie auch recht. Also diese Behauptung, dass es da um Vertreibung geht, die ist einfach frei erfunden von Korrektiv. Und dann müssen wir doch schauen, dass wir irgendwie einen Punkt finden, wo ich sagen kann, okay, das finde ich auch rechtsextremistisch, aber ich sehe das bei der AfD nicht. Ich würde gerne wissen, was dieses Rechtsextremistische ist. Ich hätte gerne greifbar, dass ich es verstehen kann. Nehmen wir das Extrembeispiel. Wie gesagt, die Diskussion müssen wir gar nicht im Kleinen ewig weiterführen. Nehmen wir Herrn Höcke zum Beispiel, der gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden darf. Der Mann will Ministerpräsident werden in Thüringen. Jeder redet immer über den Höcke. Wenn der Höcke so schlimm ist, wenn er so ein Feindbild ist, wenn er so wichtig ist, dass Leute nicht die AfD wählen sollen, warum ladet ihr nicht den Höcke ein und redet hier mit dem Höcke? 100%. Also die Frau mag vielleicht in einem anderen politischen Lager als ich sein, aber sie hat wirklich komplett recht. Hat doch den Höcke was. Doch, das ist wichtig. Bei uns geht's ja nicht um. In einer Demokratie ist es wichtig. Wir haben doch immer noch eine Meinungsfreiheit. Und wenn ladet 3 AfD-Sympathisanten, darunter auch gerne den Höcke ein und 3 AfD-Gegner. Ihr habt hier 5 Gegner eingeladen und eine Sympathisantin. Das ist ein Musterbeispiel von False. Wenn das jetzt eine rechtsextremistische Meinung ist, dann lass doch die Leute das hören und dann kann man doch ihm das auch noch dann sagen. Wieso reden wir dauernd über ihn? Redet doch mit ihm. Machen ja viele. Wollt ihr, grüne Seite, etwas entgegnen? Weil es geht ja nicht. Machen ja viele, aber wir nicht. Darum, dass der Moderator sich mit einer Partizipation. Ja, also wenn ich jetzt bei jeder Aussage, mit der ich nicht übereingestimmt hätte, einen Schritt nach hinten gegangen wäre, dann würde ich, glaube ich, im nächsten Raum stehen. Ich versuch's mal chronologisch. Bitte. Weg mit dir. Du hast sowieso nichts Sinnvolles beizutragen. Durchzugehen. Inhaltlich, Remigration ist ein Euphemismus für Deportation. Das kennen wir aus der Geschichte, das kennen wir aus der Geschichte des Populismus. Das alles sind Mittel, die längst bekannt sind. Also sich jetzt darüber zu streiten, ob es Deportation oder Remigration heißt. Remigration ist halt nur ein romantisiertes Wort für Deportation. Das klingt nicht ganz so gewaltvoll, macht sich deshalb viel besser in Wahlprogrammen und auf Plakaten. So, und die Leute, die diese Partei unterstützen und unterstützenswert finden, die gucken sich auch inhaltliche Auseinandersetzungen mit der AfD in irgendwelchen Talkshows nicht an. Da kannst du einen Björn Höcke zerreißen, wie du möchtest. Ja, die sagen danach nicht, wow, okay, krass, das waren jetzt wirklich gute Argumente. Das Problem ist, er wird nicht zerrissen, sondern er schlägt sich sehr, sehr gut in öffentlich-rechtlichen Interviews, wenn er da mal eingeladen wird. Ich meine, er gibt ja beim MDR immer das Sommerinterview. Obwohl er da hart angegangen und gnadig und so befragt wird, schlägt er sich im Großen und Ganzen relativ gut. Und das erkennen die Menschen nun mal. Also da müsste man ihn vielleicht auf wirtschaftliche Themen, auf konkrete innenpolitische Vorhaben ansprechen und dann nicht irgendwelche Vorwürfe im Sinne von das ist rechtsradikal, hier hast du das gesagt, hier hast du das gesagt, hier hast du das gesagt ansprechen, sondern wirklich in eine inhaltliche Debatte gehen. Ich wähle diese Partei nicht mehr. Ich kenne das selber aus dem direkten familiären Umfeld. Die gucken sich sowas an und sagen danach entweder, es ist so unfair, da sitzt der alleine und argumentiert gegen 3 Leute, die anderer Meinung sind, oder die sagen, gerade beinahe alles war. Ja, genau, das haben wir ja. 5-1. Genau das ist unfair. Danke. Und das sage ich, wie gesagt, als jemand, der die AfD ablehnt. Aber ich finde dieses Mainstream-Lager, dieses woke, transatlantische, neoliberale Lager, was hier gerade geschlossen gegen die AfD argumentieren darf. Und dann auch noch unter der Suggestion einer ausgeglichenen Debatte. Also man tut ja so, als würden hier 3-3 gegeneinander antreten. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das finde ich auch nicht gut. Also, nur weil ich die AfD nicht mag, heißt das, dass ich den Mainstream gut finde. Bei dem Björn Höcke, egal wie sehr man die argumentativ gestellt hat, die hat sich da so gut durchgesetzt, das war so klasse. Da ist so ein Bias dahinter, gegen den kommt man nicht an. Ich würde vielleicht auf einen Punkt noch eingehen, weil wir reden ja über das Parteiverbot. Genau. Und, ich bin total bei dir, dass, wenn wir jetzt über die Grundlagen dafür sprechen, also wie rechtsextrem ist die AfD jetzt genau möglicherweise, dann kommen wir gar nicht zu diesem eigentlichen Punkt. Ich wollte nur auf eine Sache eingehen. Wenn wir darüber sprechen, ob es überhaupt einen Grund für das Parteiverbot gibt, dann können wir ja gar nicht darüber reden, wo wir strategisch die AfD am besten. Ja, das ist das Ziel einer solchen Debatte. Strategische Debatten, wie führt man Lager intern? Wenn du davon ausgehst, du könntest in einer öffentlich-rechtlichen Talkshow innerhalb deines eigenen Lagers strategische Debatten halten, dann sprichst du aus einer Position der absoluten Macht. Dann hat dein Lager die komplette Macht in seiner Hand. Und wenn du glaubst, solche strategischen Debatten einfordern zu können, die hält man lagerintern, die kannst du bei dir in der Partei, bei dir in deiner politischen Gruppe besprechen, aber nicht in der öffentlich-rechtlichen Talkshow, da gehören diese Debatten nicht hin.
ja, eine islamistische Partei in Deutschland, dann würde es genau dieselbe Diskussion geben, ganz klar. Und es gibt auch Polizei, Verfassungsschutz, die halbe Gesellschaft, also nicht halbe, drei Viertel, fast die ganze Gesellschaft wendet sich gegen Islamismus. Ja. Also das Problem bei der AfD ist, unterstellt, sie ist rechtsextremistisch, dass sie eine organisierte Form des Rechtsextremismus ist, der nach Regierungsmacht strebt. Und das gilt für Islamisten einfach nicht. Sie haben keine Partei, die sie wählen können, die dann islamistische Vorstellungen durch Regierungsgewalt umsetzen kann. Das ist der entscheidende Unterschied. Aber gibt's doch ja, auch das, selbst wenn es eine islamistische Partei gäbe, würde es nicht reichen, dass die einfach nur verfassungswidrige Forderungen hätte, sondern sie müsste wirklich eine aggressiv kämpfen und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung einnehmen. Also sie müsste nicht nur fordern, ja, wir ändern ja einige Strafgesetze und machen die ähnlicher zu Scharia, sondern sie müsste offen fordern, wir stürzen den Deutschen Bundestag und richten hier einen Gottesstaat ein und gründen hier einen deutschen Wächterrat oder machen hier einen absoluten Monarchen hin, der dann hier von oben Scharia nach saudischem Vorbild umsetzt. Sowas müsste die fordern. Es würde nicht reichen, dass sie hier einige Forderungen hätte, die nicht ganz grundgesetzkonform ist, sondern sie müsste wirklich eine aggressiv-kämpferische Haltung einnehmen und eine reale Chance haben, das Grundgesetz zu beseitigen. Also auch bei einer islamistischen Partei würden die gleichen Regeln gelten. Aber das KPD-Verbot in den 50er Jahren wurde ja von allen möglichen Seiten sehr stark kritisiert, weil da diese Bedingungen ja eindeutig nicht gegeben waren. Also heute würde eine KPD wahrscheinlich auch nicht mehr verboten werden. Das ist möglicherweise auch eine Entscheidung, die im Kalten Krieg gefallen ist, zu einer Zeit, wo diese Blockkonfrontation sehr, sehr stark war. Also das sollte man schon dazu sagen, die Hürden, die sind zu Recht sehr, sehr hoch. Und da sollte man jetzt nicht so leichtfertig drüber diskutieren, wie das hier gemacht wird. Und auch dieses Beispiel mit der islamistischen Partei, auch die dürfte nicht einfach so verboten werden, definitiv nicht. Jetzt diese Partei, die man da gründen will. Lass uns doch mal aufs Verbotsverfahren tatsächlich kommen. Du sagst ja jetzt mal ganz unabhängig davon, wie du. Also, dass sie jetzt mit einem Beispiel kommt, die Partei, die man da gründen will. Oh Gott. Also soll man die jetzt verbieten? Das ist kein gutes Argument. Also, es gibt die DAWA-Partei, mit der habe ich mich noch nicht genau beschäftigt, aber das ist kein gutes Argument. Das gute Argument ist, das ist so ein scharfes Schwert, das sollte man nicht auspacken. Das sollte man wirklich nur, wenn wir jetzt eine neue NSDAP hätten. Für die wäre so etwas gemacht. Aber nicht für sowas wie die AfD, auch nicht für so eine aufstrebende islamistische Partei, sondern wirklich für die neuen Nazis. Also dafür wäre wirklich dieses Schwert des Parteienverbots gemacht. Für Hass unterhalb dieser Schwelle oder sagen wir auch für die neue faschistische Partei von mir aus, also für eine Partei, die wirklich offene Führerdiktatur anstrebt. Aber für alles unterhalb dessen ist dieses Verbotsverfahren nun mal nicht gemacht. Du die Gefahr durch AfD einschätzt, warum ist es in deinen Augen undemokratisch, eine potenziell undemokratische Partei zu verbieten? Ja, warum? Sie vertritt doch eine Meinung, sie steht doch für eine Meinung oder in bestimmten Dingen, wo einfach viele Menschen auch dahinter stehen. Warum sollte man das verbieten? Dann verbietet man doch auch die Meinung dieser Menschen. Und das ist ein interessanter Punkt, den hatten wir gerade von dir auch schon mal so ähnlich gehört, in anderen Zusammenhang, vollkommen klar, aber du hast ja auch gesagt, man kann die Meinung nicht verbieten, das hast du auch schon gesagt und Leonie will sie trotzdem verbieten, die Partei. Ich möchte nicht die Meinung verbieten, ich möchte die organisierten Strukturen dahinter verbieten und vor allem möchte ich, dass so ein Verbot geprüft wird. Und eine wehrhafte Demokratie zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir alle Meinungen, die es in der Bevölkerung gibt, auch politisch abbilden. Eine wehrhafte Demokratie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es in dem Bereich der Demokratiefeindlichkeit und der Menschenfeindlichkeit eine Repräsentationslücke gibt. Das sind die Meinungen, die wir nicht abbilden. Und dafür haben wir demokratische Mittel. Nee, Menschenfeindlichkeit ist laut Grundgesetz nicht verboten. Also das steht da nicht drin. Und genau so ein demokratisches Mittel ist das Parteiverbotsverfahren. Gardinia, das klingt doch total überzeugend. Ja, bin ich auch. Das klingt doch total überzeugend. Oh Gott. Ja. Nachtschmied schreibt gerade im Chat, sei gegrüßt, Nachtschmied. Schön, dass ihr alle Geschlechter ja, alle Meinungen nein. Genau so ist der Meinung dieser Woken-Elite. Also ich habe es ja selber schon gesagt, ich bin kein Unterstützer der AfD, aber diese Anti-AfD-Propaganda, die hier gerade gefahren wird, die finde ich mindestens genauso widerlich. Voll bei dir. Ich hätte da nun zwei Gegenfragen. Zum einen haben wir ja selber jetzt alle schon gesagt, Partei weg, okay, aber was machen wir mit den Wählern? Und zweitens finde ich das Ganze sowieso irgendwie total weird, weil du hattest vorhin irgendwie gesagt, dass man ja mit Björn Höcke irgendwie ins Gespräch kommen sollte und ihm eine Bühne freigeben sollte etc. Finde ich halt irgendwie nicht. Also schon allein, dass wir hier diskutieren. Das finde ich irgendwie nicht. Ja, okay. Also mit solchen Leuten, was sollst du da machen? Das sind offene Feinde der AfD. Natürlich muss man auch mit dem Björn Höcke reden. Natürlich muss man mit Argumente austauschen. Wenn man ein Demokrat ist, wenn man sagt, okay,
diese Haltung, die widerspricht ja so sehr der Meinung, dann scheiße ich auf unser politisches System, dann versuche ich diese Meinung halt extra legal zu beseitigen. Okay, Position kann man haben, aber dann ist man kein Demokrat mehr. Hier ist für mich so wie ein Geschenk irgendwie für die AfD, dass wir die so irgendwie ins Netz stellen, immer wieder darüber diskutieren, ob diese Kackpartei verboten werden sollte oder nicht. Und das gibt denen einfach noch mehr Möglichkeiten, marketingtechnisch. Und davon hat die Partei einfach extrem viel Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mir auf Social Media das Ganze angucke, wie die Videos gestaltet sind, und dann bin ich schon dabei, dass ich ein paar Leute stalke und mir mal die Wählerschaft angucke. Es sind so viele junge Leute einfach nur, die teilweise 13, 14 sind. Und das ist halt das, dass die AfD einfach so groß ist auf Social Media. Aber dafür zurück zur Frage. Was machen wir mit den Wählern? Weil der Grundgedanke dieser Wähler bleibt ja. Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also ein Parteiverbot darf nicht das Ende sein, sondern es geht erstmal darum, wie gesagt, die Waffe zu entladen, die die AfD gerade in der Hand hat. Und die Munition, die da drin ist, heißt potenzielle Regierungsbeteiligung. Das ist, wofür wir gerade ein Parteiverbot brauchen. Das darf aber nicht das Ende dieses ganzen Themas sein, sondern wir brauchen dafür langfristige Lösungen. Wir brauchen dafür Lehrpläne, die besser aufklären. Wir müssen wieder die ganzen finanziellen Mittel, die wir aus Aufklärungskampagnen, aus Erinnerungskultur rausgezogen haben über die letzten Jahre, die müssen da ganz dringend wieder rein. Wir müssen Antirassismus und generell Empathie für marginalisierte Menschen ganz anders in der Gesellschaft, auch in Lehrplänen verankern. Und wir müssen unsere Woke-Ideologie den Kindern in den Schulen predigen. Das wird die AfD schwächen. Oh Gott, also was soll man dazu noch sagen? Also hier, also was heißt die planen? Also unser gesamtes Bildungssystem unter ihre Kontrolle zu bringen, beziehungsweise unter ihrer Kontrolle zu halten, das sagt sie hier gerade ganz offen. Also wir sollten die gesellschaftlichen Institutionen ganz unabhängig von Wahlergebnissen unserer Ideologie unterwerfen. Das ist ein klarer Wille zur Macht bei diesen Brokies. Das kann man ihnen nicht absprechen. Das gibt es in anderen politischen Lagern tatsächlich wesentlich weniger, weshalb die Brokies sich auch so gut durchsetzen konnten. Für die Teile des AfD-Programms, die eben nicht demokratiefeindlich sind, weil da lässt sich ja auch was finden, was vielleicht Menschen abholt, die den demokratiefeindlichen Teil, den menschenfeindlichen Teil dafür einfach mitwählen. Dafür muss es konkrete Angebote von demokratischen Parteien geben. Florian, du bist ja nicht nur weitgereister Rechtsextremismus-Experte. Du hast dich mit den Sellners dieser Welt getroffen, also dem Chef der Identitären aus Österreich. Wichtige Figur auch bei der Korrektivrecherche. Horst Mahler, den Holocaust-Leugner, hast du mehrfach besucht. Warum, vielleicht können wir das nochmal als Medienexperte auf den Punkt bringen, warum ist es eine gute oder schlechte Idee, mit den Rechtsextremisten, mit den potenziell rechtsextremistischen Menschen über sie selbst zu sprechen? Weil ich der Auffassung bin, dass wir das Denken derer, die wir bekämpfen, verstehen müssen und kennen müssen. Und weil ich nichts davon halte, zu sagen, wir kehren das unter den Teppich, das sind die Bösen, die wollen wir weghaben, da bieten wir ihnen nur eine Bühne. Das führt für mich zu nichts. Ich glaube, so funktioniert eine demokratische Gesellschaft nicht. Denn dahinter steckt ja ein ziemlich infantiles Menschenbild. Also wenn wir davon ausgehen, dass jeder Auftritt von Herrn Höcke, den ich übrigens jederzeit interviewen würde, aber so, dass man ihn stellt und dass man ihn klarstellt und nicht so, wie es häufig getan wurde, nämlich, dass man ihm wirklich eine Bühne... Röder würde jede Debatte gegen Höcke verlieren. Jede Wette von mir. ...bietet im Sinn von, man lässt ihn reden und fragt nicht nach und ist gerade noch zu bewundernd, dass man die Chance hat, als sogenannter Journalist mit ihm zu sprechen. Das darf man nicht machen. Wenn wir aber immer Angst haben vor ihnen und sagen, ja, wir dürfen keine Bühne bieten, wir dürfen da gar nicht zuhören, das darf gar nicht stattfinden, dann haben wir ja eigentlich ein Menschenbild, das sagt, wir sind für die Demokratie eigentlich alle gar nicht fähig. Denn wir unterstellen, wenn die sprechen, dann haben sie schon wieder gewonnen, denn dann scheinen Menschen so anschlussfähig zu sein oder scheinen Menschen so schwach zu sein, dass sie ihnen sofort hinterherlaufen. Dann wären wir die Gesellschaft von Kindern, die selbst nicht reif ist für die Demokratie. Das heißt, Anna hat recht, redet doch mal mit Höcke, der wird sich dann entweder selber entzaubern oder sich als gar nicht so gefährlich rausstellen oder als besonders gefährlich, hat sie recht? Ja, was heißt recht? Das findet ja statt. Also man hat mit Höcke gesprochen und man kann es auch in Zukunft tun. Man kann auch andere Formen finden. Es gibt ja nicht nur die Interviewform. Ich habe mich ja auch nicht mit Sellner hingesetzt und gesagt, wir diskutieren jetzt, sondern habe ihn lange begleitet und versucht, die Grundlage des Rechtsextremismus und dieses rechtsextremistischen Denkens heute und früher zu verstehen, in ihren Parallelen und in ihren Unterschieden. Aber wenn wir nicht wissen, worüber wir reden, dann können wir es nicht bekämpfen. Und eine Gesellschaft immunisiert sich nicht dadurch, dass sie sich zu Hause einschließt und sagt, da draußen ist das Böse, lass uns nicht drüber reden, dann verschwindet es von allein. Das tut es nicht. Sven, hat er recht? Überzeugt dich das? Naja, ich meine, klar muss man sich mit den Argumenten auseinandersetzen, das sehe ich auch so. Aber das ist eine Sache der Politik, also der anderen Parteien. Nicht nur der anderen Parteien, natürlich auch der Wählerinnen und Wähler. Die müssen erstmal entscheiden, wen wollen wir da, wen wollen wir nicht haben. Aber es ist vor allen Dingen eine Sache der anderen Parteien. Ja, er sagt, die AfD muss politisch bekämpft werden. Und was ist Politik? Politik ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Das heißt, alle anderen sollten die AfD als Feind betrachten. Oder wie ist diese Aussage? Ich habe es ja schon gesagt, es ist eine Debatte 5-1 und die anderen beiden Diskussionspartner, also die nicht bei der Jungen Freiheit sind, die machen hier ja aus ihrer Ablehnung der AfD absolut keinen Hehl.
ein, die natürlich diese berühmte Brandmauer bitteschön auch aufrechterhalten und nicht irgendwo da und dort da schon ausweichen sollen. Das wäre das eine. Also die Frage ist, ob man da wirklich dieses Verbot braucht. Wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das Zweite, was du gesagt hattest mit dem Unterricht. Warte ganz kurz, entschuldige. Ich will nur ganz kurz, weil du es aufgegriffen hast und Bijan ist nach hinten gelaufen. Warum? Also das Argument ist im Prinzip, wir lassen den politischen Prozess mal so laufen und hoffen darauf und setzen darauf und erwarten es auch von den Parteien, dass sie dagegen halten, dass sie auch Erfolg haben werden. Die Hoffnung habe ich auch. Ich bin auch immer dabei, das hast du auch gesagt, wir dürfen nicht nur juristisch kämpfen, das wäre fatal. Man muss politisch dagegen halten und ich erwarte das genauso, wie du es wahrscheinlich auch erwartest und dir wünschst. Ich habe nur den Eindruck, und den kann ich jetzt auf 11 Jahre fast Erfahrung mit der AfD stützen, dass das nicht so gut funktioniert hat. Und ich habe gerade auch, wenn man sich anschaut, wie sich die Union entwickelt hat, nicht so viel Hoffnung, dass sich das noch bessern wird. Und deshalb bin ich unbedingt dafür, dass man prüft, ob man auch andere Instrumente in der zieht, weil der Trajectory, also der Pfad, auf dem die AfD gerade ist, der zeigt halt klar in die Regierungsverantwortung. Und deshalb bin ich sehr, sehr skeptisch jetzt alles. Ja, und? Dann schauen wir, was die AfD dann macht. Also warum soll uns das groß verunsichern? Also die Grünen, die missbrauchen gerade den Grünen und die SPD, die CDU und die FDP, also die ganzen Altparteien, die missbrauchen gerade, oder sogar die Linkspartei, die missbrauchen den Verfassungsschutz, setzen da ihre Volksleute in nach Bundesland, wo sie an der Macht sind und versuchen damit, die Opposition zu überwachen, zu diskreditieren und mit zusätzlicher Repression zu überziehen. Es wird über Demokratiefördergesetze, Digital Services Act diskutiert, Netzwerkdurchsuchungsgesetz, ein Zensurgesetz wurde schon beschlossen. Also wir sehen, wie unsere Demokratie immer weiter eingeschränkt wird. Wir sehen, wie die Regierung wirklich immer aggressiver gegen freie Meinungsäußerung, gegen die Opposition vorgeht. Und da ist jetzt die einfache Frage, die sich hier stellt, was würde mit der AfD so viel schlimmer werden? Wiederum auf die Politik abzuladen. Man muss ja auch bedenken, es geht ja bei einem Parteiverbotsverfahren auch darum, gerade Minderheiten zu schützen. Und Minderheiten sind politisch in der Minderheit. Das heißt, man hat quasi auch eine Verantwortung. Jetzt Minderheiten, zum Beispiel AfD-Mitglieder, AfD-Wähler, AfD-Politiker. Staat insgesamt, dass man gerade die Minderheiten schützt, die sich eben nicht politisch durchsetzen können. Also ich höre dieses Argument häufig auch von Menschen, die eben selbst nicht betroffen sein würden, potenziell nicht so stark wie andere, dass sie sagen, ja, jedes Volk bekommt am Ende die Partei, die es verdient. Also die es quasi wählt. Und wenn sie halt eine rechtsextreme Partei wählen, dann sind sie eben selber schuld. Aber das Danke, Karim, dass du Nachtschmied ein einmonatiges Abonnement geschenkt hast. Sehe ich gerade erst. Genau diesen Punkt, diesen Minderheitenschutz, den schafft man halt nicht über rein demokratische politische Prozesse. Dafür braucht man ja gerade Gerichte und dafür braucht man vielleicht eben auch ein Parteiverbotsverfahren. Gardine, überzeugt dich das? Dann müsstest du jetzt auch für ein Verbot sein, wenn du sagst ja. Ja, es geht. Also das Problem ist, ich stimme dir vollkommen zu, aber ich frage mich einfach, wo bleibt denn, wenn wir nicht... Ach, man merkt gar nicht, dass das hier völlig einseitige Diskussion ist. Genau, den anderen Parteien oder den anderen Politikern Vertrauen schenken können. Wem sonst? Weil ich finde, es ist ihre Aufgabe und auch diese ganzen Demonstrationen ist doch nur so ein Hilfeschrei an die anderen Parteien, dass die mal aufwachen sollen und mal bessere Alternativen anbieten sollen, als dass die Alternative halt irgendwie verboten werden sollte. Und ich finde, die Hoffnung der Menschen geht irgendwie ein bisschen verloren, wenn man sagt, hey, die einzige Lösung ist es, den juristischen Weg einzugehen und nicht den politischen Weg. Ich finde, das ist... Aber das haben wir ja gerade gesagt, dass es eben nicht die einzige Lösung ist, sondern dass es eben ein Werkzeug im Werkzeugkasten ist. Aber wieso denn es erstmal... Was heißt den politischen? Also Politik, wir behandeln die AfD als Feind. Oder was meint der politische Weg? Also andere Optionen, wir behandeln als Freund. Also wir koalieren mit ihr, aber das wird sie ja nicht fordern. Also wird sie fordern, wir behandeln sie als Feind. Aber halt nicht im juristischen, sondern nur im politischen Sinne. Das ergibt keinen Sinn. Wenn wir sie jetzt Feind behandeln, dann logischerweise auch im juristischen Sinne. Also ich verstehe mich nicht, was sie mit dieser Aussage hier gerade meint. Weil die Politiker und die anderen Parteien irgendwie konfrontieren und sagen, hey, wacht mal auf. Aber das machen wir doch seit 11 Jahren. Ja, das würde ich auch sagen. Das versuchen wir ja seit Jahren und es funktioniert nicht. Und es passiert ja leider das Gegenteil. Es versuchen alle Parteien der AfD hinterher zu rennen und sie hoffen, sie einzuholen. Und es gelingt nicht. Und das Programm dagegen, das vielleicht den Teil der Menschen ernst nimmt, die Ängste haben, von denen sie glauben, dass die AfD die Antwort gibt. Das ist bisher nicht da, das sehe ich nirgendwo. Und noch dazu muss man ja sagen, dass Geduld in diesem ganzen Thema ein riesengroßes Privileg ist. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Gewalttaten gegen LGBTQIA+-Personen sind massiv angestiegen. Einmal das Wort Glaubensbekenntnis runter. Da muss auf jeden Fall das Wort Privileg rauskommen. Gott, ey. Da hat man die Frau aufgelesen. Also ganz ehrlich, wo werden solche Leute produziert? Das ist ja unfassbar. Ich bin als queere Person von der Politik der AfD besprochen. Also fordert die AfD, Schwule zu steinigen oder was? Also ganz ehrlich. Sorry, also dieses Niveau, auf dem sie argumentiert, ist einfach nur, die AfD ist moralisch böse, also muss sie jetzt feindbehandelt werden, also weg damit, jedes Mittel ist recht. Also es ist eine überzeugte Antidemokratin, diese Leonie Löwenherz. Anders kann man das hier nicht nennen.
über die letzten Jahre. Und es lässt sich eine direkte Linie zur Rhetorik der AfD. Doch, sie hat auch schon marginalisiert gesagt, weil der Rollo es gerade im Chat schreibt. Über Queere und Transpersonen ziehen. Also gehen wir mal zum Beispiel auf dieses Plakat von der AfD, ich glaube aus München war es, von der Drag Queen, die hinter einem Kind auftaucht, um Queere, um LGBTQI-Plus-Personen zu marginalisieren und als Gefahr hinzustellen, was sie nicht. Polemik gegen Drag Queens. Das gefährdet die freiheitlich-demokratische Ordnung. Ihr merkt, das ist überhaupt nichts, jedenfalls nicht auf der inhaltlichen Ebene. Das sind alles Faltmarkierungen, die sie hier vornimmt. Sind. Also wie viele Gewaltverbrechen sollen bis dahin noch passieren an marginalisierten Menschen? Da hilft doch kein Parteiverbotsverfahren. Ein polemisches Plakat gegen Drag Queens gleich Gewaltverbrechen. Also alleine diese Schlussfolgerung, da müsste sofort der Moderator rein falsch non sequitur. Non sequitur, das folgt nicht. Fahren. Erstmal das Parteiverbotsverfahren dauert lange. Ja, also das reicht nicht morgen und nicht übermorgen, das kann vielleicht 1-2 Jahre dauern, vielleicht noch länger. Und diese Gewalt, die da ist, die ich auch durchaus sehe, die kannst du nicht damit verhindern, dass du die Partei sozusagen verbietest. Dann sagt man, oh wunderbar, 3 Jahre später wird das alles wieder entspannter sein, weil die Leute sind alle sehr, sehr einsichtig geworden. Sie wissen ja jetzt, die Partei ist verboten worden. Wer hat sich Weihnachten an einem Cancel-Video gegen... Also das war sowieso das Lächerlichste, was ich zu der Zeit gesehen hatte. Dieses Cancel-Video gegen Persia X. Wer von den hier Anwesenden beteiligt? Bitte schreibt es mal in den Chat. Alles wunderbar, man darf gar keine LGBTQ-Feindlichkeit haben, man darf keine Schwulenfeindlichkeit, das darf man alles nicht machen. Wissen wir jetzt endlich, danke, dass man den Verfassungsgericht entschieden. So, das passiert doch aber nicht. Also das ist die Vorstellung, das wäre so eine Art Mittel, wo wir jetzt erstmal super gut gegen die AfD vorgehen oder gegen dieses Denken vorgehen. Ich glaube, er versteht die Argumentation nicht. Die Argumentation ist nicht, wir müssen LGBTQ-Feindlichkeit bekämpfen, sondern das sind LGBTQ-Feinde, also sind es. Sie sind aus moralischer Sicht böse, sie sind als Feinde markiert und zum Abschuss freigegeben. Weg mit denen, die haben keine Rechte mehr. Die dürfen keine Partei gründen und aufrechterhalten. Weg mit denen. Das ist das Argument. Nicht, wir bekämpfen damit diese Phänomene, das macht man vielleicht auch, aber diese Phänomene sind eine Waffe, die gegen politische Feinde gerichtet werden. Also es ist Feindmarkierung in einem moralischen Gewand. Deswegen ist das Ganze auch so effektiv. Also hütet euch immer davor, wenn Politik und Moral miteinander vermengt werden. Gehen können. Das, glaube ich, ist es definitiv nicht. Wir müssen in der Tat ansetzen, und da bin ich bei dir, das wollte ich mich gerade sagen, auch mit der Schule, da müssen wir ansetzen. Ja? Vielleicht sogar das AfD-Programm angucken. Mir reicht schon, wenn wir überhaupt erstmal dahin kommen, dass wir Schülern wirklich ganz stark vermitteln, kritisches, bewusstes Denken. Anna, ganz kurz, ich will mal kurz... Ja, definitiv. Kritisches, bewusstes Denken. Ja, was heißt das jetzt? Also... auch das Bildungssystem in die Pflicht nehmen. Ich würde interessieren, was heißt das konkret? Anna mit reinholen, weil wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Queerfeindlichkeit rein statistisch gesehen steigt an, Antisemitismus steigt an, rechtsextremistische Straftaten steigen massiv an. Du magst das anders sehen, aber die Statistik sagt das natürlich so. Dann ist doch die Frage an dich. Wer erhebt diese Statistiken? Genau die Institutionen, die ein Interesse daran haben, es schlimmer aussehen zu lassen, als es ist. Wärst du denn wenigstens mit einer Prüfung eines Verbotes einverstanden, dass du sagst, na okay, wir prüfen das und wenn ihr danach recht habt, ich glaube es nicht, aber wenn ihr danach recht habt, dann können wir neu denken? Also ich bin jetzt erstmal ein bisschen geschockt von dem Ganzen. Also wo sind wir denn hier? Ihr seid alle dafür. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, sie hat noch nicht gecheckt, welches Spiel gespielt wird. Also sie scheint noch in diesem altbundesrepublikanischen Stil zu denken, ja, komplett liberalen Schema. Also hier hätte man tatsächlich vielleicht wen einladen müssen, der ein bisschen kämpferischer drauf ist, aber sie scheint gerade, ja, sie scheint gerade zu merken, dass ihr mit lauter Antidemokraten diskutiert. Dafür, dass man die AfD, eigentlich sind alle dafür, dass man die AfD verbietet. Prüfung. Ich habe sie jetzt erst gecheckt. Okay, das hat ein bisschen gedauert, aber ja, das hatten wir vor 10 Minuten schon festgestellt. Ja, alle sind hier gegen dich, einschließlich des Moderators. Du hast hier ein 6-1, also von der Body Positivity-Folge und von der Aktienrente-Folge. Da habe ich auf meinem Erstkanal ein Video zu gemacht. Auch 6-1. Eine war gegen die Aktienrente, die anderen 6 einschließlich des Moderators waren dafür. Neoliberale Propaganda. Reinste neoliberale Propaganda zum Profit einiger großer Banken, einiger Vermögensverwalter. Also Propaganda fürs Finanzkapital letztlich. Das war die Folge zur Aktienrente. Und das hier ist jetzt Propaganda gegen die AfD. Also das ist dieser progressive Neoliberalismus oder der neoliberale Wokismus, nennt es wie ihr wollt, den ich damals schon rausanalysiert hatte. Und ihr fällt das jetzt anscheinend auf. Mal schauen, was sie dazu zu sagen hat. Das ist, sie scheint schon leicht empört zu sein.
Und die meisten tun schon auch das, eine Meinung. Vielleicht nicht genau dieselbe, aber alle sind eigentlich quasi irgendwie so, muss man auf jeden Fall machen. Remigration bedeutet auch nicht Deportation. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht beantwortest du die Frage. Nein. Vielleicht hört sie mal auch dieses ganze Gesendungskonzept zu hinterfragen. Hilfe, wir nicht irgendwen haben, der jetzt plötzlich alles ausspricht, dass wir ein Propaganda machen. Hilfe. Ich antworte die Frage jetzt erstmal nicht, weil, warum nicht? Weil einfach ganz viele komische Sachen einfach in den Raum. Propaganda, nennt es beim Namen. Propaganda, Anti-AfD-Propaganda. Ist diese Sendung, die geht, also tatsächlich, ich wäre auch ein bisschen, also als die Frage würde ich wahrscheinlich damit rechnen, wenn ich da eingeladen, also da werden sie mich sowieso nicht einladen, aber wenn ich da eingeladen würde, dass da 6 Leute gegen mich stehen. Also damit muss man bei so einer Sendung, glaube ich, rechnen. Aber ja, es ist. Ja, diese Sendung, das ist politische Agitation gegen die Opposition. Anders kann man es nicht nennen. Raum geworfen werden, ohne dass man darauf irgendwie antworten kann. Okay, aber darf ich trotzdem die Frage stellen? Plus Psy, was soll das überhaupt alles bedeuten? Ist es, wenn ich das jetzt als komisches Wort empfinde, ist es dann schon Queerfeindlichkeit oder wie? Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Unter anderem. LGBTQAI+. Was das bedeuten soll, keine Ahnung. 10 Woke-Opfergruppen einmal zusammengemischt, nochmal verrührt und. Wenn du diese komische Kombination kritisierst oder einen Buchstaben vergisst, ja, dann bist du leider queerfeindlich und musst auf dem Dorfplatz verbrannt werden. Ich meine natürlich vom Demokratiefördergesetz gefördert werden. Anderem queerfeindliche Straftaten, also zum Beispiel gegen Homosexuelle, ein Beispiel davon, antisemitische Straftaten, rechtsextremistische Straftaten, die steigen an. Und zwar relativ deutlich. Und das seit vielen Jahren. Sind wir uns da einig? Aber was ist mit Alice Weidel? Sie ist doch selber homosexuell. Was macht sie dann? Die Frage war, sind wir uns da einig, dass die Statistik ansteigt? Wir müssen. Nein, sind wir uns nicht. Also wenn es eine Schlägerei in der Kneipe gibt und da zufälligerweise ein Homosexueller sagen wird, dann ist das nicht automatisch eine homosexuellenfeindliche Straftat, weil diese Schlägerei völlig anderen Hintergrund haben kann. Vielleicht hat dem anderen die Frisur nicht gefallen, vielleicht haben die einen persönlichen Streit gehabt oder. Also einfach nur, weil ein Homosexueller beteiligt war, ist das nicht automatisch eine homosexuellenfeindliche Straftat. Das Gleiche gilt bei Transpersonen und das Gleiche gilt bei allen anderen Opfergruppen. Also ja, was soll man dazu sagen? Und der Anteil an Homosexuellen, ich habe das Beispiel gerade nicht ohne Grund gewählt, ist genauso wie der Anteil an Transpersonen in der Gesamtbevölkerung in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und beziehungsweise Homosexuellen gar nicht mal so stark, Bisexuellen sogar noch stärker. Aber ja, wenn der Anteil einer Gruppe an der Gesamtbevölkerung steigt, dann steigt natürlich auch die Menge an Straftaten, die gegen diese Gruppe verübt wird. Aber das hat nichts mit einer steigenden Feindlichkeit, sondern nur mit einer steigenden Anzahl dieser Personen zu tun, eventuell. Also die Interpretation dieser Statistik, die ist also gar nicht so leicht wie die Erhebung dieser Statistik. Das sollte man hier nochmal deutlich sagen. Zumal diese Statistiken von Institutionen erhoben werden, ich sage es immer wieder, die von den Wokisten kontrolliert werden. So ein bisschen Common Ground finden, weißt du, Anna? Ich will gar nicht das Gefühl geben, dass du irgendwie rausgedrängt wirst oder nichts mehr sagen darfst. Wir brauchen nur ein bisschen. Ich will dir nicht das Gefühl geben, dass du das Gefühl hättest, dass genau das passiert, was wir hier gerade machen. Was ist das für ein Schönsprech? Also ich hasse diese Verlogenheit und Hinterlistigkeit. Sag doch einfach ganz deutlich, du bist eine Feindin. Wenn wir hier was zu sagen hätten, dann wärst du gar nicht eingeladen worden. Aber leider ist deine Position gerade noch von gesellschaftlicher Relevanz, da wir die AfD leider noch nicht verboten haben. Wenn das der Fall sein wird, dann wirst du ja auch nicht mehr eingeladen. In diesem Sinne, verteidige dich. Bekenne dich, Ketzerin. Also das wäre eine ehrliche Ansprache. Aber ich will dir hier nicht das Gefühl, Gott, lösch dich. Also ich hasse Funkmoderatoren. Das ist echt. Ich will jetzt nicht beleidigend werden, aber mich ganz unterste Schublade, diese bevormundende paternalistische Rhetorik. Common Ground, so. Ja, aber das ist doch das immer. Jeder schmeißt sich dann die Statistiken an den Kopf. Dann kann man doch auch sagen, Ausländer sind kriminell. Die muss man. Wenn die Statistik das. Ja, das sagt die Statistik tatsächlich. Aber das kann auch darin liegen, dass bei vielen zugewanderten Gruppen eben junge Männer stark überrepräsentiert sind und junge Männer eben krimineller sind. Das muss man dann einzeln auflösen. Deswegen ist die Erhebung einer Statistik halt schwieriger, halt einfacher als die Interpretation dann. Denn Interpretation, also solche Statistiken, da fließen viele Faktoren mit ein, die Gründe dafür sein können, warum die Statistik so aussieht, wie sie es tut. Und deswegen ist diese Interpretation Queerfeindlichkeit nimmt zu, nur weil da die Straftaten, die irgendwo erfasst werden, zunehmen, viel zu einfach.
das hergibt, kann man darüber sprechen. Aber es gibt doch das Bundeskriminalamt, gibt doch Statistiken. Ja, aber wir reden jetzt gerade über rechtsextremistische, potenziell rechtsextremistische Parteien. Warum darf ich dann nicht meinen Standpunkt sagen? Warum heißt dann immer nur, wir reden jetzt gerade über? Weil die Sendung heißt, sollen wir die AfD verbieten, ja oder nein? Und ich versuche, deinen Standpunkt herauszufinden. Nein, wir sollten sie nicht verbieten, gar nicht. Wir sollten sie nicht verbieten. Das ist mir klar, das war klar. Bist du dafür? Das war die zweite Frage in der allerersten Frage, die ich gestellt habe. Wenigstens ein Verbot zu prüfen, damit wir mal darüber reden können. Ja, aber wer prüft es denn da? Sie behandeln sie wie ein kleines Kind. Es ist unfassbar. Also, ja, sie weiß gerade nicht, wie sie da agieren soll. Also, wenn sie sich einen Höcke eingeladen hätte oder einen Kubitschek, die hätten deutlicher agiert. Also, sie hat schon einige starke Momente gehabt, aber gerade ist sie so ein bisschen unsouverän, weil sie gar nicht weiß, was die von ihr wollen. Sie merkt, wie hier Propaganda betrieben wird, aber weiß nicht, wie sie sich dagegen wehren soll. Also, wie gesagt, da hätten sie, also, vielleicht haben sie absichtlich eingeladen, weil sie nicht ideologisch noch nicht so gefestigt ist wie ein Höcke oder ein Kubitschek, oder weil sie eher kommt. Also ich glaube, ein Höcke, der würde zu so einer Sendung gar nicht kommen, wenn er weiß, dass er ja von Feinden umzingelt ist. Also das würde er sich vielleicht gar nicht antun, aber ich weiß es nicht. Also mal gucken, wie sie sich jetzt noch schlägt. Der Verfassungsschutz. Ein juristisches Gremium. Wenn der Verfassungsschutz es alleine prüft, dann wäre ich auch nicht dafür, nein. Okay, das heißt, du vertraust dem Verfassungsschutz. Also ich muss dazu sagen, Kriminalität weder gegen irgendwelche woken Opfergruppen noch von Ausländern. Ist mein Hauptthema. Ist mir auch relativ egal. Wenn da jetzt eine Gruppe tatsächlich stark überrepräsentiert ist, dann muss man natürlich gucken, woran es liegt. Also, was denn dafür? Wann würde eine Prüfung? Ich bin auch gegen eine Erhöhung der Zuwanderung oder überhaupt gegen noch mehr außereuropäische Zuwanderung, auch wenn da die Kriminalität genauso hoch wäre wie die heimischen Bevölkerung. Denn du schaffst dir durch so hohe Zuwanderung einfach Probleme. Probleme, die du durch niedrigere Zuwanderung einfach verhindern könntest. Und das ist nicht nur Kriminalität. Das sind kulturelle Konflikte, das sind Ungleichgewichte auf den Arbeitsmärkten. Also wenn du gut ausgebildete Fachkräfte aus Ländern aus der dritten Welt abziehst, dann fehlen die da. Und dann hast du hier ein Überangebot, dann drückt das hier auf die Löhne. Also all diese Probleme, die kennt man ja. Ich brauche jetzt nicht nochmal. Deiner Meinung nach, sagen wir mal, valide sein. Egal ob AfD oder linksextremistische oder islamistische Partei. Wann ist eine Parteienverbotsprüfung valide in deinen Augen? Wer müsste das machen? Ja, das ist die Frage, genau, das ist die Frage. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Stell dir vor, Gedankenspiel, ich versuche es einmal auf die einzugehen. Wir hätten es mit da muss man jetzt aber fairerweise sagen, ich bin ja jetzt nicht hier so versiert darin, wer das noch prüfen könnte. Der Verfassungsschutz wäre dafür zuständig. Nein, ist ja nicht. Das Bundesverfassungsgericht ist dafür zuständig. Ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, sie hatte vorhin einige starke Momente. Ich glaube, sie ist da, sie hat gerade gesagt, sie sei da drin. Ich glaube, die beschäftigt sich mehr mit anderen Themen und nicht so sehr mit politischer Theorie, nicht so sehr mit Institutionen. Das ist was, wo du hier fit sein oder zumindest Grundlagen kennen müsstest, um hier jetzt Gegensprech leisten zu können. Also deswegen versucht der Moderator, sie ja auch gerade vorzuführen. Also einerseits vorzuführen und andererseits wie so ein kleines Kind zu behandeln. Also eine ganz widerliche Mischung. Also egal, wie man zu ihr politisch steht, sie tut mir schon ein bisschen leid. Vertraue ich nicht, sagen wir es so. Nein, am Ende des Tages wäre natürlich ein Bundesverfassungsgericht dafür zuständig. Ja. So, ja. Bei allen Parteien. Außerdem, vertraust du dem Bundesverfassungsgericht? Ja, eine islamistische ihr dürft in Deutschland ganz legal Islamisten sein und ihr dürft auch ganz legal eine islamistische Partei gründen, solange diese Partei A, keine aggressiv-kämpferische das Grundgesetz einnimmt und B, keine reellen Chancen hat, das Grundgesetz zu beseitigen. Also wenn ihr sagt, ja, Islamismus finden wir gut, wir finden, dass Moscheen vom Staat unterstützt werden sollten, wir finden, dass hier wahhabitische Prediger vom Staat finanziert werden, oder wahhabitische nicht, nehmt weniger extrem, nehmt irgendwelche anderen islamistischen Prediger, dass die vom Staat finanziert werden sollten. Wir sind dafür, dass Deutschland hier deutlich islamischer wird. Wir sind dafür, dass nehmt irgendwelche Vorschriften aus der Scharia, dass die übernommen werden. Okay, irgendwann könnte es dann schon kritisch werden, aber erstmal all das ist noch nicht aggressiv kämpferisch. Wenn ihr sagt, okay, wir sind dafür, dass der Deutsche Bundestag abgeschafft wird und dass hier ein Gottesstaat eingeführt wird, wo überall Sittenwächter rumlaufen, die überwachen, dass sich hier streng nach islamischen Vorschriften gerichtet werden, dann seid ihr wirklich aggressiv kämpferisch. Dann habt ihr wirklich Forderungen, die den kompletten Umsturz des Grundgesetzes voraussehen. Wenn ihr einfach nur sagt, ja, wir wollen das Strafrecht hier reformieren und näher an die Scharia bringen, würdet ihr noch nicht verboten werden. Also das ist wirklich ein scharfes Schwert, das Parteienverbot. Und sie müsste das hier auch so klarstellen eigentlich an der Stelle. Wem vertraust du bei dieser Entscheidung? Hört, versteht jetzt was sie abgeht? Die Leute vertrauen nicht mehr. Ja. Die vertrauen nicht mehr den Behörden. Ja. Und meinen Feinden vertraue ich nicht. Also sie sagt gerade die Leute. Sich auf so eine abstrakte Gesellschaft zu besuchen, ist dann natürlich ein bisschen
Sie könnte einfach sagen, ja, meinen Feinden vertraue ich nicht. Wer mich hasst, sollte nicht über mein Verbot entscheiden. Punkt. Vertrauen nicht mehr den Medien, vertrauen mir. Ja, ist doch so schön, dass du da bist, dann können wir dich da fragen. Dann brauchen wir doch nicht über die Leute reden, dann können wir dich da fragen. Vertraust du dem Bundesverfassungsgericht in so einer Entscheidung, ja oder nein? Nein, das ist parteipolitisch besetzt. Jetzt gerade, wie es so hochgepusht wurde mit den ganzen Demos gegen rechts und Millionen, Milliarden gehen auf die Straße. Wie gesagt, in der ersten Hälfte war sie stark, jetzt baut sie stark ab. Das ist keine gute Antwort. Nein, das ist parteipolitisch besetzt, dem vertraue ich nicht. Nächstes. Oder legitime Institutionen, die darüber entscheiden könnte, aktuell ist das mit unseren Feinden besetzt. Also nein, dem vertraue ich nicht. Das ist ein feindlicher Akt, wenn das so ein Verfahren gegen uns eröffnet. Gegen Rechtsextremismus, nein, würde ich nicht vertrauen, nein. Also ich finde es ein hervorragendes Beispiel eigentlich für genau das, was die AfD ja macht und weshalb wir sie verbieten sollten, weshalb wir ihnen diese riesen Plattform, die sie aufgrund der Parteistruktur haben, aus der Hand nehmen sollten. Weil genau das macht die AfD. Du bist hier in etwa so repräsentiert. Das habe ich ja gerade gesagt, das wird politisch besetzt. Das wird zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat gewählt. Und da müssen sich dann alle vier Altparteien einig sein und dann wird das entsprechend besetzt. Das sage ich ja auch gerade. Deswegen müsste man sich ein bisschen mit dem deutschen Institutionengefüge auskennen, was ja auch jeder von uns in der Schule hatte. Meisten erinnern sich nur nicht mehr so gut daran wahrscheinlich. Aber sei mal nicht so hart, AG 5 gegen 1. Ja, ich weiß. Sie war vorhin echt schlagfertig, eben ist ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Und das Ding ist, die diskutieren hier auch länger. Das heißt, wer die Kontrolle über den Schnitt hat, kann hier jetzt noch kann das so zusammenschneiden, dass sie noch schlechter aussieht. Deswegen, also man versucht sie hier vorzuführen. Das ist das Ziel. Hätte man hier einen Kubitschek eingeladen, der hätte sich wahrscheinlich nicht so, also der hätte wahrscheinlich, oder wahrscheinlich sogar ein Sellner. Die hätten hier nicht so leichte Angriffsfläche geboten. Deswegen hat man hier wahrscheinlich sie eingeladen. Und sie schienen erst zwischenzeitlich zumindest ein bisschen überfordert damit zu sein eben. Also ja, ich weiß, das ist eine schwierige Situation für sie. Ich will hier jetzt auch nicht total empathielos scheinen. Natürlich tut sie mir ein bisschen leid, aber es gäbe in der AfD durchaus Leute, die da besser drauf hätten antworten können. Und man versucht hier natürlich Anti-AfD-Propaganda zu machen, also versucht man sie zu Wort kommen zu lassen, aber sie schlecht wegkommen zu lassen. Und vorhin, da war sie rhetorisch erstaunlich gut, deswegen hat man jetzt versucht, ihr ja hier so eine rhetorische Falle zu stellen. Repräsentiert prozentual wie die AfD aktuell im Bundestag. Also trotzdem schaffst du es, dich in eine Rolle rein zu inszenieren, in der irgendwie alle nur auf dich rumhacken, weil ja die Mehrheit... Hat sich das Gaslighting, das ist doch dieses neue bescheuerte, englische Wort, was hier in die deutsche Sprache eingeführt wurde, aber 5 gegen 1, sie reden die ganze Zeit auf sie ein, sie versuchen ihr gerade Falle um Falle zu stellen, sie versucht sie hier fertig zu machen, sie versuchen ihr irgendwelche Antworten zu entlocken, die sie schlecht aussehen lassen, schneiden das entsprechend zurecht. Jetzt tut sie so, als würde unsere Redakteurin von der Jungen, also unsere TikTokerin von der Jungen Freiheit sich das nur einbilden, was wir hier gerade ganz fein rausanalysiert haben. Also das kannst du dir nicht ausdenken. Also diese Wokies, also Schlomo sagt ja immer, die seien geistesgestört oder bösartig und ja, auf solche Personen trifft das definitiv zu. Also anders kann man sich das nicht erklären. Was soll man dazu noch sagen? Der Leute generell gegen die AfD ist. Das spiegelt aber die Bevölkerung wieder. Und ich weiß jetzt schon, dass LGBT plus oder dadurch, dass du mir ins Wort fällst, die ganze Zeit aussehen lassen, ob sie Frau oder Mann sind. Was ist denn das? Ist doch auch die Mehrheit. Entschuldigung, ganz kurz, bevor wir jetzt immer von Thema zu... Was sie sagen will, ist, 80% wählen potenziell nicht AfD. Ja, es sind trotzdem 20%. Ja, eben, genau. Eine Mehrheit der Gesellschaft sind ja nicht 20%. Nein, also, mehr als 20%. Das weiß ich auch. Genau. Ja, natürlich, ich weiß, also Kent the Brain, ihr braucht das gar nicht nochmal schreiben. Ich weiß, dass das Bundesverfassungsgericht politisch besetzt ist. Ist nun mal so. Das war schon immer zu einem gewissen Anteil so und ja, das politische System immer mehr polarisiert hat, ist das noch schlimmer geworden. Früher mussten SPD und CDU einen Kompromiss finden. Da waren 90% der Wähler abgedeckt. Heute müssen CDU, FDP, Grüne und SPD und CSU einen Kompromiss finden. Da sind dann nur noch 70% vor kurzem waren es noch 80%, jetzt sind es wahrscheinlich nur noch 70% der Wähler abgedeckt. Also heute ist nur noch ein viel kleinerer Teil der Wähler abgedeckt. Also darum geht's, das hat sie gerade gesagt. Mehr war es gar nicht. Sie hat gesagt, es gibt eine Mehrheit, die gegen die AfD eingestellt ist. Ja, aber die Demos gegen rechts sind nicht die Mehrheit. Leute, es ging um die Demos gegen rechts. Und die Leute, die auf die Demos gegen rechts sind, sind nicht die Mehrheit. Okay, pass auf, wir nehmen deinen Punkt auf jeden Fall jetzt mal. Warum hat das BSW nicht die Demos gegen rechts unterstützt? Also es gibt auch noch andere Kräfte, die nicht rechts sind, die diese Demos auch nicht gut fanden. Ernst, und ich spiegel es weiter an Bijan. Wie du vollkommen zu Recht gesagt hast, das ist eine Argumentationsstruktur, die es gibt. Bis maximal 20% der Bevölkerung argumentiert ähnlich, Bijan. Müssen wir nicht diese 20%, wenn wir jetzt sagen, wie du sagst, lass doch mal verbieten, dann werden...
Verleumdungen werden in meinem Chat nicht geduldet. Leute, die hier irgendwelche verleumderischen Sachen schreiben, selbst gegen Leute, die ich politisch nicht mag, die werden gesperrt. Ganz einfach. Keine Straftaten. Natürlich Leute wie Anna sagen, hey, habt ihr es noch alle? Wieso verbietet ihr mir jetzt meine Meinung, meinen Standpunkt? Also die Meinung wird nicht verboten. Ne? Die Meinung kann man haben. Es wird, wenn eine Partei... Aber man darf nur nichts mehr unternehmen, um sie politisch zur Geltung zu bringen. Wie hat Idi Amin gesagt? Also ich kann jedem garantieren, dass er frei seine Meinung sagen darf. Ich garantiere nur nicht, was mit ihm passieren wird. Verboten wird auch niemanden verboten zu wählen. Ja, man kann dann diese Partei nicht mehr wählen. Aber wir haben ja inzwischen eine sehr rechte CDU. Wir haben eine noch rechtere freie, wir haben noch rechtere freie Wähler. Wir haben noch rechtere Werteunion, die sich gerade neu gegründet hat. Wir haben das ganz, ganz, ganz böse rechtsradikale Bündnis Sarah Wagenknecht. Also wir bekommen immer mehr rechte Parteien. Wohl, warte, waren die nicht? Egal. Wir bekommen immer mehr rechte Parteien. Also man nimmt mit einem Parteiverbot natürlich nicht das Wahlrecht per se. Auch wenn ich zugestehe, dass es ein krasser demokratischer Eingriff ist. Deswegen darf er ja auch nur geschehen, wenn es wirklich gute Gründe dafür gibt. Und die Anforderungen für Parteiverbote sind so hoch. Ja, und wenn meine Feinde hier an die Macht kommen und eventuell wieder billiges Gas aus Russland kaufen, die Finanzierung dieser ganzen broken Institutionen beenden, aus der Naht so plötzlich wohl weniger Geld für Ausrüstung aufgeben, wollen sie ja gar nicht. Aufrüstung, die findet die AfD ja gut. Oder wo ist die AfD denn noch anderer Mal? Ich stelle gerade beim Nachdenken darüber fest, dass es viele Positionen gibt, die AfD mit den Mainstream-Parteien gemein hat. Das mag sein. Ich wollte jetzt gerade mich über ihn lustig machen, aber tatsächlich würde unter der AfD in vielen Punkten gar nicht so viel anders laufen wie unter den anderen Parteien, zumal unter einer schwarz-blauen Koalition. Also das wäre ja dann die Option, in der die AfD an die Macht kommen würde. Muss man auch mal dazu sagen. Also dieses ganze hysterische Gebrabbel, das täuscht ja vollkommen darüber hinweg, dass mit der AfD sich politisch gar nicht mal so viel ändern würde wahrscheinlich. Dass aus meiner Sicht dann, wenn sie erfüllt sind, auch eine Partei verboten werden sollte. Und das hat ja meine Nebenrednerin gerade vorhin auch schon gesagt, es gibt einfach kein Recht darauf, eine Partei zu wählen, die darauf ausgerichtet ist, die Demokratie, die Menschenwürde oder den Rechtsstaat abzuschaffen. Jetzt haben wir, vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben ja vorher darüber gestritten auch, ist jetzt ein Verbot das richtige Mittel? Ist die Verbotsprüfung das richtige Mittel? Was kann man sonst noch tun? Demokratische Bildung hast du vorgeschlagen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich diesem Problem, sagen wir mal, anzunähern. Und jetzt haben wir auch darüber gesprochen, dass es Landesverbände gibt, die zumindest laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem sind. Dann wäre ja die Frage, bevor wir jetzt hier irgendwie anfangen, eine Bundespartei, die sogar im Bundestag sitzt, anzufangen zu verbieten, wäre es nicht schlau, in kleinen Schritten vorzugehen, also bei Landesverbänden anzufangen? Also die erstmal verbieten? Das, oder zumindest ein Verbotsverfahren anzustrengen. Nee, also ich sehe das immer noch so. Also erstmal halte ich das für ein Placebo, irgendwo zu glauben, okay, wir verbieten jetzt was und das rettet irgendwas oder auch nur ein erster Schritt, ganz im Gegenteil. Ich fand es natürlich schon interessant, was du gesagt hast. Verfassungsschutz. Ja, der Verfassungsschutz betrachtet sie jetzt rechtsextrem. Der Verfassungsschutz kann morgen auch sagen, das BSW sei rechtsextrem, wenn ihm danach ist. Das ist an keine objektiven Richtlinien gebunden, der kann das einfach machen, wenn er will. Und in Thüringen, da ist dieser verrückte Antideutsche namens Stefan Kramer, Verfassungsschutzpräsident. Also nein, das ist keine neutrale Quelle. Also den Verfassungsschutz hier, also so zu tun, als wäre der Verfassungsschutz eine neutrale Quelle, zeigt, dass diese Sendung hier nicht neutral ist. An einer Stelle, wo du sagst, ich vertraue nicht. So, wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt dieses Urteil fällt, dann werden die 80%, die sowieso der Meinung sind, die AfD ist Mist und die ist eine rechtsextreme Partei, verboten, werden sagen, super. Die anderen 20% werden sagen, Moment mal, wer sitzt da im Bundesverfassungsgericht? Das sind doch Leute, die sind von der SPD dahin geschickt worden, von der CDU, vielleicht von den Grünen, vielleicht der eine oder andere, weiß der Geier, aber noch alles sitzt. Ist doch logisch, dass die so... Ja, wenn Neitern Verfassungsschutzpräsident wäre, dann würde er wahrscheinlich das BSW beobachten. Also Karl hat ja schon gesagt, zu Sarah Wagenknechts Äußerung, dass man Migration begrenzen solle, weil die Flüchtlinge die Kommunen überfordern, das sei Faschismus. Also der Walking Bubble, da wird das BSW auch schon in die rechtsextreme Ecke gerückt. Also diese Leute, die sind komplett durch. Kann man nichts mehr zu sagen. Deswegen, also wir sollten jetzt nicht sagen, okay, wenn die AfD hier mit irgendwelchen Repressionsmaßnahmen überzogen wird, dann geht uns das nicht an, kann uns doch egal sein, ist ja, wir sind ja beim BSW. Nee, also wir können die Nächsten sein. Das muss uns da immer klar sein. Entscheiden, das ist eine politische Entscheidung. Mit anderen Worten, wir vertrauen dieser Institution nicht. Unser Problem ist in der Tat, wir haben in einem nicht geringen Teil der Bevölkerung viel zu wenig institutionelles Vertrauen. Das heißt, diese Entscheidung würde in dieser Gruppe überhaupt nicht... Wir haben zu wenig, ja. Ich würde sagen, wir haben zu viel institutionelles Vertrauen. Vertraut keiner dieser Institutionen, definitiv nicht. Warum soll keiner dieser Institutionen vertrauen?
anerkannt werden. Jetzt kann man sagen, egal, die 20% sind uns wurscht. Aber die dürfen uns nicht wurscht sein. Auf die müssen wir eingehen. Wir müssen gucken, wie du schon am Anfang gesagt hast, wir müssen auch schauen, warum wird diese Partei gewählt eigentlich. Vielleicht sind das ja auch Fehler im System oder bei den Politikern, in den Medien, wo auch immer. Da müssen wir mal ganz genau schauen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir müssen vor allen Dingen wirklich darum kämpfen, dass wieder mehr, auch bei dir, mehr Vertrauen in die Position dieser Institutionen, der Parteien, der Politik kommt. Das finde ich wichtig. Leonie ist nach vorne gegangen. Entschuldigung. Ich hätte eine sehr provokative Gegenrede. Ja. Man könnte auch, ich möchte vorweg, weil es ist eine bewusst provokative Gegenrede, deswegen möchte ich zunächst anerkennen, dass ich von dem, was du sagst, sehr viel verstehe und sehr vieles auch richtig finde. Man kann aber auch die harte Gegenthese vertreten und sagen, die AfD ist im Grunde nur sozusagen der Transporteur eines tief sitzenden Ressentiments, eines tief sitzenden Fremdenhasses in diesem Land und dieser Gesellschaft. Bisher hatten wir das Glück, dass es keine Partei gab, die das als parteipolitischen Arm... Ich soll jetzt zu dem kommen, was Florian Schröder gerade sagt. Nochmal der Hinweis, folgt mir bitte nicht nur auf YouTube und auf Twitch, sondern auch auf Kick, Rumble und Odyssee. Rumble ist eine Plattform, die nicht so leicht gesperrt wird wie auf Odyssee. Da sind auch die zwei anderen großen linken Kanäle, Grenzgängerstudios und Activism. Also schaut gerne auf Rumble vorbei und schaut gerne auf Odyssee vorbei. Ich blende hier gerade all meine Kanäle nochmal ein. Ich habe auf Odyssee auf beiden Kanälen ungefähr 60 Abonnenten. Auf Rumble habe ich 4 Abonnenten bisher. Da könnt ihr der 5. werden tatsächlich. Schauen wir mal, wie viel es Ende der Sendung geworden sind. Die Mods können auch gerne mal die Links in den Chat posten, wenn sie gerade Lust haben. Ich werde gleich weiter reagieren. Aber abonniert mich bitte auch auf Rumble und Odyssee, damit wir unabhängiger von YouTube werden. YouTube zensiert willkürlich Kanäle weg, YouTube strikt willkürlich Kanäle und so eine Propaganda gegen die demokratische Opposition in Deutschland darf hier laufen. Also da muss uns klar sein, ähnliche Propaganda wird auch schon gegen das BSW unternommen. Also es gibt es gibt wirklich viele Beiträge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die das BSW in eine teils linksextreme, teils in eine rechte Ecke rücken. Also ganz verrückt, was da teils behauptet wird. Deswegen sollten wir da wirklich gefasst sein und wir sollten vor allem diesen großen Tech-Plattformen nicht so viel vertrauen. Deswegen abonniert mich bitte auf Rumble, da heiße ich Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Abonniert mich auf Odyssee, da findet ihr mich unter die sekundäre Agitation und unter Agitator der sozialen Marktwirtschaft. So, weiter im Text, weiter mit Florian Schröder. So mehrheitsfähig formulieren konnte wie die AfD. Jetzt haben wir sie. Das heißt, diese Leute haben eine Stimme. Meine provokative These besteht darin zu sagen, können wir das Vertrauen von Menschen zurückgewinnen, die sich entschieden haben, unseren Institutionen nicht zu vertrauen. Die einfach, genau wie du es tust, sagen, ich vertraue dem Verfassungsschutz nicht, dem Verfassungsgericht nicht. Vertraut den Institutionen nicht. Der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz, das Verfassungsgericht politisch besetzt. Und in der Regierung, da setzen Parteien, die euch feindlich gesonnen sind. Vertraut niemand. Vertraut denen nicht. So, wenn ihr denen vertraut, dann habt ihr eure Grundrechte schon abgegeben. Also wenn ihr denkt, dass jemand wie Nancy Faeser wirklich ein Anliegen, dass es jemand wie Nancy Faeser tatsächlich ein Anliegen wäre, die Verfassung zu schützen, dann ist euch nicht mehr zu helfen. Nicht, ich vertraue hier eigentlich niemandem, alles eine Mischpoke. Vertraut niemandem. Muss man nicht ab einem gewissen Moment provokativ formuliert sagen, okay. Diese Menschen werden wir nicht zurückholen. Sie haben eine Entscheidung für sich getroffen, die sehen wir hier drüben auch, live. Punkt. Widmen wir uns den 80%, die in dieser Gesellschaft... So, du bist jetzt ein Feind außerhalb der Gesellschaft, weg mit dir. Damit meint er gerade die Redakteure der Jungen Freiheit. Die stellt sich laut dieser anderen Wokistin, die wir hier auf der Seite stehen haben, nur in eine Opferrolle. Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Gesellschaft leben wollen. Können wir es uns, Gegenfrage, leisten, die Menschen nicht zurückzuholen? Das ist eine sehr, deswegen, ich sage, es war eine bewusste These. Ich würde sie auch gerne zurückholen. Aber ich habe nur bedingt, ich habe die Sorge, dass es in dieser Gruppe Menschen gibt, die bewusst die Entscheidung getroffen haben, diese liberale Demokratie abzulehnen. Und die offensichtlich ein anderes System. Diese liberale Demokratie heißt CDU, FDP, Grüne und SPD. Also diese Altparteienkorruption. Ja, die lehne ich auch ab. Dem wollen. Bijan möchte was dazu sagen, ich würde gerne Anna fragen. Diese liberale Demokratie ist nicht der Verfassungsschutz, das ist nicht die Bundesregierung, das ist nicht mal das Bundesverfassungsgericht. Diese liberale Demokratie, das ist unser, oder die liberale Demokratie, wie sie sein soll, ist das Grundgesetz. Und das, also beziehungsweise gar nicht mal jeder einzelne Artikel, sondern das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist die Grundordnung, wie unser Staat organisiert sein sollte. Und ja, ich glaube, dass die meisten AfD-Wähler und auch die meisten AfD-Politiker sich zu diesem Grundgesetz bekennen werden. Also die meisten haben mit liberaler Demokratie kein Problem.
sondern die haben ein Problem mit der aktuellen Parteienkorruption. Die glauben, dass die alte AfD eine Alternative dazu wäre. Wie gesagt, das habe ich schon häufiger gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, man sollte das BSW wählen, also das Bündnis Sahra Wagenknecht. Aber ja, da kann man sich ja in der Demokratie drüber streiten. Du hast ja gerade klar gemacht, dass du manchen Institutionen zumindest in diesem Staat nicht 100% vertraust. Jetzt sagt Florian, es kann sein, dass Menschen, er hat dich als Beispiel genannt, vielleicht dieses Vertrauen nie wieder zurückgewinnen. Mhm. Wie stehst du dazu? Würdest du gerne mehr vertrauen können und was müsste dafür passieren aus deiner Sicht? Meine Freunde müssten in diese Institutionen gesetzt werden. Also das wäre jetzt die ehrliche Antwort. Wenn da meine Feinde sitzen, da vertraue ich denen nicht. Natürlich würde ich mehr vertrauen wollen. Ich würde, aber wenn ich ehrlich bin, ich würde zum Beispiel viel lieber der CDU mehr vertrauen wollen. Viele sind ja auch, deswegen gehen die ja zur AfD, weil die einfach mit den anderen Parteien nicht mehr einverstanden sind. Und das muss man ja auch sehen. Ich würde, wenn ich könnte, lieber mich vielleicht anders entscheiden, aber es geht nicht. Ich zum Beispiel sage ganz klar, ich kann die CDU nicht wählen. Und deswegen, wenn ich wählen will, muss ich mich entscheiden. Aber jetzt an den Chat nochmal. Bitte freundlich bleiben. Sie ist keine Redakteurin der Jungen Freiheit, sondern sie ist nur TikTokerin der Jungen Freiheit. So wurde sie vorgestellt. Sorry. Muss ich mich nochmal korrigieren. Also, wobei man, es auch seltsam ist, dass man zwischen normalen Journalisten und Journalisten, die für TikTok was bei der Jungen Freiheit machen, unterscheidet. Aber egal, brauchen wir jetzt nicht genau drüber debattieren. Seppi TV, danke für das Abonnement, das du an Dr. Schnabel verschenkt hast. Meine Entscheidung ist noch nicht getroffen, das muss man auch mal dazu sagen. Also du bist nicht heavy AfD-Wählerin per se? Nein, bin ich nicht. Hätte ja sein können. Nein, aber ich versuche die Menschen zu verstehen und ich kenne genug, die sie wählen und ich, nein, das sind keine, da weigere ich mich zu sagen, das sind Rechtsextremisten, das sind einfach ganz normale Leute. Bijan, ist das, du wolltest dazu was sagen, sekundieren. Ja, ich würde, also es geht gar nicht darum, ob die Menschen, die AfD wählen, rechtsextremistisch sind, sondern ob die, die sie wählen, rechtsextremistisch sind und die möglicherweise in Regierungsämter kommen. Und da sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus als in der Wählerschaft. Ich wollte aber auf einen Punkt stützen, den Florian gesagt hat und gegen das, was Sven gesagt hat. Vielleicht ist eine Voraussetzung dafür, dass wir diese 20% der Menschen zurückgewinnen, dass die AfD als Organisationsstruktur wegfällt. Ich glaube nämlich, dass unterschätzt wird, welche Wirkung die AfD als Organisation hat. Und du hast jetzt vorhin gesagt, sie gibt ihnen eine Stimme. Ich glaube, sie verstärkt diese Stimme auch. Und ich glaube, dass da wirklich, das kam auch schon zur Sprache, extrem viel Mehrwert in dieser Parteistruktur steckt. Durch das Geld, das zum Beispiel in Social-Media-Kampagnen fließt, das Rechtsextremisten finanziert, die arbeiten für die Partei in den Landtagen, in den Bundestagen und so weiter. Und wenn das wegbräche, dann vielleicht erst entsteht überhaupt die Voraussetzung dafür, diese Menschen wieder zu sich zu holen, also in den demokratischen Diskurs. Also deine Minimallösung wäre Parteienfinanzierung stoppen? Nee, Ja. Nehmen wir der AfD halt die Partei, trocknen wir sie ökonomisch aus. Also das Lieblingskampfmittel der Liberalen. Setzen wir nicht auf Gewalt, sondern auf ökonomische Mittel. Ehrlich, verlogen, da geht's nicht. Dann könnt ihr auch gleich offen sagen, ja, die sind unsere Feinde, wir wollen, dass sie verboten werden. Dieses Verlogene, wir setzen jetzt nur die Finanzierung aus. Also wir gehen jetzt eine Eskalationsstufe drunter gegen sie. Also das ist schon ein bisschen lächerlich. Also entweder du siehst sie als Feinde und du bist der Meinung, dass sie weg sollen, oder du siehst sie als demokratische Konkurrenten und bist der Meinung, dass sie die gleichen Grundregeln unterworfen sein sollten wie andere Parteien. Juristisch denkbar ist, wurde gerade bei der Heimat ehemals NPD ja getan, bei einer Splitter-Kleinstpartei muss man dazu sagen, aber theoretisch ist es denkbar und es wäre einfacher als ein Verbot. Was aber bei einer AfD gar nicht so viel bringen würde, weil die so große Privatspenden bekommen, dass ein Ausschluss von der Parteienfinanzierung Tropfen auf den heißen Stein wäre. Naja, es sind 40% ihres Budgets, die sie 2022 aus dem Staatssäckel bekommen hat. Also es waren so 11 Millionen von 25 Millionen oder sowas. Also es ist schon beträchtlich. Die könnten das vielleicht auch wieder auffangen. Also ich bin nicht so ein Fan davon, jetzt nur die Parteienfinanzierung zu streichen, weil die Voraussetzungen dafür sind quasi dieselben wie für ein Parteiverbot, mit dem kleinen Unterschied, dass es der Partei auch noch einer potenziellen braucht, dass die Partei quasi Chancen hat, das, was sie sich vorgenommen hat, auch umzusetzen. Das fehlte bei Die Heimat-NPD. Und dieses einzige Kriterium ist ausgerechnet das, was bei der AfD ziemlich sicher vorliegt, weil die Partei war schon sehr groß und sehr mächtig ist. Wieso akzeptiert ihr eigentlich nicht, dass viele Menschen konservative Ansichten haben? Wieso akzeptiert ihr das nicht? Ihr merkt doch selber, diese zwei Stärkste gerade. Nein, das ist einfach Nazis. Auf Social Media gehen die übel ab. Und ihr tut so, als wären das alle so Rechtsradikale. Das ist doch lächerlich. Wenn 100 Leute zu mir kommen und sagen, du scheiß. Ja, das ist lächerlich. Sie hat recht. Also die TikTokerin der Jungen Freiheit, die hat recht. Als Flüchtling, geh raus, wir wollen dich nicht. Du kannst wieder zurück in den Irak, wo du hergekommen bist. Dann hat das nichts mit konservativ zu tun. Es sind einfach Nazis für mich. Ja, aber und auch auf der Straße. Beleidigt. Ich bin auch beleidigt. Nazis zeichnen sich dadurch aus, dass sie, ich weiß jetzt nicht, ob sie aus dem Irak kommt, aber dass sie zu TikTokerinnen hingehen und ihnen sagen, geh zurück in den Irak. Das ist die Definition eines Nazis. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also
was soll man zu dieser politischen Unbildung sagen? Also, wie gesagt, ich meine, ich verstehe das ja. Ich habe das ja auch schon erlebt, wenn du ein kritisches Video zur AfD auf TikTok hochlädst, wo die AfD halt sehr dominant ist, dann kriegst du jede Menge Kritik, dann das ist ja jede Menge unsachliche, polemische Kritik, die dir Sachen unterstellt, die du nie gesagt hast oder dir unterstellt, dass du von der Bundesregierung finanziert wirst oder halt sehr beleidigende Dinge, die ich jetzt nicht aussprechen will, aber ja, deswegen ist die AfD, also deswegen sind diese Leute erstens noch keine Nazis, zweitens gehören sie damit nicht zur AfD und drittens ist das damit noch kein hegemoniales Phänomen im Lager der AfD oder Umfeld der AfD. Also das ist ja jetzt wirklich absurd, die extremsten Stimmen hier heranzuziehen, um irgendwas belegen zu wollen. Also wirklich. Von Iran und vielleicht, wenn ich sage, ich bin für Abschieben, für Abschiebung. Seid ihr alle dafür, dass niemand abgeschoben wird? Entschuldigung, aber diese Diskussion will ich tatsächlich... Nein, wir haben schon ganz viele Folgen über das Thema Migration gemacht. Heute reden wir über die Möglichkeit eines AfD-Verbotes. Wir wollen jetzt... Bitte hebt das Thema nicht auf die Metaebene. Bitte zeigt nicht die ganze Absurdität unserer Argumentation. Also schon wieder, wie nennt sich das? Gaslighting? Wie gesagt, ich mag das Wort nicht. Also diese ganze Anglisierung. Und das beschreibt perfekt das, was hier passiert. Also sie merkt, wie die ganze Zeit, ihr Gesichtsausdruck sagt so, die Haltung hier, also das Standbild hier, was wir gerade drinstehen haben, das sagt wirklich alles. Ja, sie merkt die ganze Zeit, wie Propaganda gegen sie und ihr Lager gemacht wird und ja, weiß nicht so recht, was sie dazu sagen soll und versucht jetzt die gesamte Absurdität dieser Sendung aufzuzeigen, indem sie irgendwie versucht, auf die Metaebene zu gehen, aber sie schafft es nicht so richtig und wird dann vom Moderator abgewürgt. Also ja, das hier ist Propaganda. Ja. Jetzt eingehen in eine... möglicherweise Kompromisssituation. Ich mache es mir wie immer einfach. Ich schlage mal den ersten Kompromiss vor. In der Hoffnung, also nach dem Lauf der Diskussion, habe ich den Eindruck, da könntet ihr einen Schritt vorgehen können, zumindest viele von euch. Mein Vorschlag ist, egal was drumherum passiert, mit sozialen Medien und mit Demokratieverständnis und Bildung in den Schulen, wir strengen jetzt auf jeden Fall erstmal ein systematisches Prüfungsverfahren in Sachen AfD-Verbot an, damit wir mal wissen, worüber wir reden. Sven bleibt stehen. Alle anderen sind noch ein bisschen nach vorne gegangen. Anna, du bleibst auch hinten? Ich bleib hier, ja. Du bleibst. So, das war Kompromissfrage Nummer 1. Jetzt hättet ihr in euren Gruppen die Möglichkeit, Prüfungsverfahren in Sachen AfD-Verbot. Dass sie Prüfung. Wir können jetzt darauf einigen, dass wir die ersten Prüfungs. Das ist keine Kompromissfrage. Frage Nummer 1. Jetzt hättet ihr in euren Gruppen die Möglichkeit an das Trennende. In diesem Sinne viel Erfolg. Hier wird jetzt fleißig diskutiert. Furchtbare ist nicht Sendung, habe ich schon gedisliked. Vollkommen klar. Vielleicht habt ihr aber noch einen Kompromiss. Schade, dass man nur einmal disliken kann. Wurde. Bin ich sehr gespannt drauf. Sagt uns gerne mal Bescheid. Wie würdet ihr diese beiden Parteien noch näher zusammenbringen? Ich würde den Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Keine Ahnung, da wird es diese dämliche Sendung gar nicht geben. Ich weiß es, also ja, die Anna, TikTokerin von der Jungen Freiheit bestimmt einverstanden. Habt ihr irgendwas anzubieten, womit ihr die Grünen näher zu euch ziehen könntet? Nein, wir haben uns da keine wirkliche Einigung gefunden. Müssen wir ganz offen zugestehen. Okay. Gab's nichts auf. Stabil. Also die von der Jungen Freiheit, die stabil. Die so viel Schärfe und also wie gesagt, sie war zum Schluss jetzt nicht mehr ganz souverän, aber hat ihre Position gehalten. Das würde ich mir auch von meinem Lager, sollte es so angegangen werden, auch wünschen, dass man da klar sich zu seinen Positionen bekennt und auch nicht sich auf irgendwelche dummen Kompromisse einlässt. Worauf ihr euch einigen konntet? Geschweige denn auch. Nicht wirklich. Okay. Auch eine Ansage, auch eine Erkenntnis, ehrlich gesagt. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendeinen Vorschlag? Ja, unser Vorschlag sieht eigentlich ähnlich aus wie der, den wir vorhin schon mal im Raum hatten, nämlich, dass es eine konkrete Prüfung gibt. Wir möchten das aber noch ein bisschen konkretisieren. Wir möchten gerne, dass es dass wirklich eine Klageschrift geschrieben wird, wie das ja in der juristischen Praxis eigentlich Duktus ist, dass das komplette Parteiverbotsverfahren quasi einmal vorbereitet wird, damit das von wirklich qualifizierten JuristInnen durchgeprüft werden kann und gleichzeitig möchten wir nochmal artikulieren, dass wir eben die Forderung stellen, dass das nicht alleine die Lösung sein darf, sondern dass wir begleitende Maßnahmen brauchen auf Bildungsebene, auf politischer Ebene, dass wir eine... Ja, wir wollen das Bildungssystem, das Innenministerium, das Finanzministerium, das Kulturministerium, also wir wollen alles. Und dann werden wir doch zu einer Lösung. Ja. Sozialpolitik brauchen, die Menschen von der AfD abholt, die sie vielleicht deshalb wählen. Also dass es auf allen Ebenen Lösungen dafür braucht und eben nicht nur... Ja, Sozialleistungen nur noch an Leute, die nicht mehr AfD wählen. Kann es sein, dass sie das meint? Ich weiß es natürlich nicht, aber wenn sie es so allgemein formuliert... Ja, wir brauchen quasi den ganzen Werkzeugkoffer und nicht nur den Vorschlaghammer. Sagen wir, es kommt zu einem Prüfverfahren. Wir brauchen den Vorschlaghammer. Ne? War das eine Doktorin für Lina E.?
Wir brauchen den ganzen Werkzeugkoffer, nicht nur den Vorschlag. Wir brauchen auch den Vorschlag, aber. Aber er kippt. Was ist dann? Ist was? Also was ist, wenn der Prüf, also was ist, wenn es nicht durchkommt und die AfD nicht verbieten werden kann? Hat dann nicht die AfD sogar noch mehr Grund, irgendwie zu sagen, oh ja, die Bösen, die wollten uns fertig machen und es hat nicht geklappt, ja, hier sind wir wieder. Also ich habe das Gefühl, das stärkt die sogar noch, wenn es kippen sollte. Also ein Prüfverfahren wäre ja wirklich vor dem eigentlichen Gerichtsverfahren. Mhm. Und ein Prüfverfahren ist ja eigentlich das Zugeständnis, wir sind uns nicht sicher. Also wir wissen nicht, ob sie verboten werden kann. Wir wissen nicht, ob wir einen Antrag stellen sollten. Ja, sind die Verfassungsrichter am Bundesverfassungsgericht schon ideologisch genug auf Linie, damit man so ein antidemokratisches Vorhaben durchbringen kann? Wir wissen es noch nicht. Prüfen wir erstmal. Und also wenn das Ergebnis wäre, wir haben nicht genügend Beweise, dass die Partei rechtsextremistisch ist, dann sind wir ja quasi beim Status quo. Also dann sind wir nicht weitergekommen. Nee, dann sind wir, glaube ich, noch schlimmer dran. Das glaube ich auch. Das ist es, weil sie dann nochmal in diese Opferrolle kommen können, wo die dann... Ja, nur strategische Einwände. Es ist zum Heulen. Dann sagen können, oh ja, die wollten uns was Böses antun, es hat nicht geklappt, bla bla bla, hier sind wir noch stärker, keiner kann uns zerstören. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde sagen, damit stärken wir vielleicht den Glauben der Leute, die sowieso schon völlig von dieser Partei überzeugt sind. Ich würde aber nicht unbedingt argumentieren, dass man ihnen damit neue Stimmen zuspielt, weil das einfach den eigenen Opfermythos befeuert. Aber das ist eben nicht der Grund, weshalb sie neue WählerInnen dazu gewinnt. Ja, der Opfermythos... WählerInnen. Gewinnen sie eigentlich auch außen neue Wähler dazu oder nur innen? Fragen über Fragen. Das ist das, was ich immer weiter... Sorry, dass ich da jetzt, darauf schon wieder eingehe, aber dieser Walk-in-Neusprech, ich hasse das. Diese Verhunzung unserer Sprache aus ideologischen Gründen, was soll das? Festigt innerhalb der Strukturen dieser Partei und innerhalb der Wählerinnenschaft. Hat sie recht? Ist der Opfermythos eigentlich nur innerhalb der Partei? Automatisch, aber natürlich ist das quasi nochmal dieses berühmte Gütesiegel. Ne? Also die haben echt alles probiert, uns hier beizukriegen und sie haben es nicht geschafft. Seht ihr? Also, liebe Wählerinnen und Wähler, die uns irgendwann mal vielleicht wählen wollten, jetzt könnt ihr, es geht ja, ihr seht, wir sind Demokraten. Also nicht gleich morgen, aber vielleicht bei der übernächsten oder übernächsten Wahl. Also man steht da erstmal da und man hat dann echt Probleme, da irgendwann nochmal so ein Verfahren anzuleiern. Also einmal, es muss entweder klappen oder es geht wirklich böse schief. Florian hat recht. Nur strategische Einwände. Ich hätte gerne, dass die TikTokerin von der Jungen Freiheit nochmal was sagt. Oh, Entschuldigung, ich will mal Florian hören. Hat er recht? Da bin ich sehr bei ihm, ja. Das wäre auch tatsächlich meine große Sorge. Ja, also ich würde sagen, wenn, also dieses Risiko, da können wir wahrscheinlich alle mitgehen, das besteht. Das muss man einfach abwägen. Der Gewinn, wenn es dann positiv ausging und man dann wirklich ein Verbot erreichte von einer verfassungswidrigen Partei, die es dann möglicherweise wäre, ist aber auch gigantisch. Und der zweite Punkt ist, also wenn ein Prüfverfahren wirklich negativ ausgeht, dann heißt es ja auch, dass die Partei offenkundig nach gegenwärtigem Stand nicht rechtsextremistisch oder nicht verfassungswidrig ist. Und dann fände ich es auch okay, wenn man das quasi dann in diesem Punkt fallen ließe. Okay. Anna, kannst du dir einen möglichen Fall vorstellen, wo es einen Prüfantrag gibt, eine Klageschrift, die du dann liest und sagst, oh. Ja, den kann ich mir vorstellen. Wenn im Bundesverfassungsgericht meine Freunde sitzen und wenn dieser Prüfantrag nicht gegen die AfD, sondern gegen die Grünen gerichtet ist. Also, jetzt zynische Antwort. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlau ist, in so einer Dings so zynisch zu antworten. Aber ja, also die anderen haben einem schon mehr oder minder mitgeteilt, dass sie einen für einen Feind halten, den man aus der Gesellschaft ausschließen soll. Also Florian Schröder sogar ziemlich offen. Was soll man da noch antworten? Jetzt, wo ich so sehe, wäre ich vielleicht auch dafür, das zu bedenken? Ja, wenn die jetzt gewalttätig wären gegenüber Menschen. Ah, antworte doch nicht ernsthaft auf diese Frage. Ah. Dann ja. Okay, wir sind am Ende einer Kompromissrunde angekommen. Also die Wokies, die definieren es als Gewalt, wenn man, keine Ahnung, irgendjemanden misgendert oder so. Also das ist völlig irre. Diese Ideologie, die ist so durch. Du darfst dir, also reich deinen kleinen Finger. Reich ihm nicht mal einen Grashalm. Sie versuchen dir den Arm abzureißen, sofort. Viele sind relativ nah zueinander gekommen, manche nicht. Das ist auch vollkommen legitim. Ich danke euch sehr fürs Mitdiskutieren. Das waren 13 Fragen. Dankeschön. Für mich war es anstrengend, gegen viele ähnliche Meinungen anzukämpfen. Ich fand es auch anstrengend, aber produktiv anstrengend, weil ich es sehr schön fand, dass wir hier ein Spektrum hatten an Positionen. Und ich fand, es waren sowohl zwei Gruppen, die zum Teil sich einig waren, zum Teil sich nicht einig waren, aber es waren auch sechs Individuen, die hier mit sehr teils ambivalenten Positionen gesprochen haben. Und das ist für mich ein schönes Ergebnis einer Diskussion. Ja, es war viel, glaube ich, aber... Sechs Individuen, es war 5-1, es war reinste Anti-AfD-Propaganda. Oh, dieses gute Laune. Ich hasse diese Liberalen. Also ich würde das gerne 50 mal disliken. Das ist so einfache Propaganda. Nur mal zum Abschluss der Hinweis, abonniert mich bitte nicht nur auf Twitch und YouTube, sondern auch auf Rumble. Auf Odyssee und auf Odyssee bitte zweimal, da ich da zwei Kanäle habe. Agitator der sozialen Marktwirtschaft und die sekundäre Agitation.
Dort bekommt ihr gerade alle Videos, die ihr auf YouTube nicht bekommt, da ich auf YouTube nun einmal gestrikt wurde. Ja, und zur Frage, sollten wir die AfD abschaffen, kann ich zum Ende nur sagen, ja, wir sollten den ÖRR abschaffen. Also nicht die AfD verbieten, sondern ÖRR abschaffen. Das wäre die Forderung, die ich aus dieser Sendung mitnehmen würde. Also eine öffentlich-rechtliche Sendung, die uns hier so eine einseitige, manipulative, aggressive Agitation verkaufen will als politische Diskussion, die hat sich komplett diskreditiert. Also 13 Fragen kann weg, der ÖRR kann weg. Und ja, der Liberalismus offenbart immer mehr sein eigenes Scheitern. Nun ja, Antidemokraten tun hier so, als würden sie für die Demokratie kämpfen. Es ist nur noch irre. Also viel mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein. Ja, reformieren wäre auch gut, aber Reformen siehst du halt. Also Dirk Pohlmann sagt ja auch, den Laden kannst du nicht mehr reformieren. Und ich bin immer mehr dabei zu glauben, dass er recht hat.